Alright, ja, dann begrüße ich euch erstmal recht herzlich am heutigen Mittwochmorgen zu Großteilen hier in Deutschland. Schön sonnig und ja, mit großer Erwartung gehen wir an den heutigen Tag heran, denn wir haben heute wieder den JFD Live Event. Heute auch Thema hier Scalping, DAX Scalping, Index Scalping insbesondere. Und hier freue ich mich, ja, das Pseudonym Bernecker 1977 hier bei uns zu begrüßen. Auch vielleicht sogar noch ein Stück weit bekannter in den öffentlichen Medien als Andreas Müller. Andreas, Grüße an dieser Stelle. Ja, guten Morgen, Grüße Da in die Runde. ist er. Wir hören ihn gut. Wenn ihr ihn gut hört, gibt es mir da auch kurz Feedback in die Pipeline. Genau, heute soll es wieder um den Live-Event gehen. Bieten wir ja jeden Monat ein bis zweimal an hier im Bereich Webinare und Events. Schaut es da einfach mal rein, auch in Sachen weiterer Webinar-Angebote. Denn im Zuge unseres Aktienlaunches zum Beispiel, also Handel von echten Aktien, haben wir hier auch eine Workshop-Reihe, wo praktisch unser Doktor der Physik, Dr. Friedrich Kowski, hier sozusagen auch Aktienstrategien vorstellen wird oder auch vorstellt. Hier der erste Teil lief schon, hier am 26. haben wir den zweiten Teil. Schaut's da einfach mal rein, was wir hier sozusagen in der Tagespipeline haben und dann geht es eben zur Sache. Genau. Andreas, wie gesagt, im Schwerpunkt hier verschiedene Märkte im Fokus, deswegen will ich auch der Vorrede gar nicht so viel verlieren. Wir hatten schon mal im letzten Jahr einen Event mit dem Andreas, der war auch wieder, sage ich mal, angenehmer Art und Weise hier in Sachen Education, Vermittlung, Skills. Also ihr könnt hier heute auf jeden Fall richtig was mitnehmen. Und insofern freue ich mich, dass wir ihn heute wieder zu uns laden konnten. Im letzten Monat gab es da kleine Turbulenzen, aber jetzt wieder fit und frisch auf dem Damm. Insofern, Andreas, würde ich den Bildschirm auch gleich mal rüberschieben zu dir, denn ich sag mal, wir haben bald das klassische DAX Opening, Xetra Opening hier in 11, 12 Minuten. Soll heißen, vielleicht hast du ja auch direkt schon mal eine Einschätzung zum Markt. Ich würde dir mal den Bildschirm rüberschnippen. Kleinen Augenblick. So, dann machen wir das so. Sekunde, das haben wir gleich. So, jetzt hätte ich dich fast entfernt. Das wäre nicht Zweck der Maßnahme gewesen. So, jetzt bist du drüben und jetzt bekommst du. Aha, jawohl. Kurz mal Bestätigung, ob wir hier den Bildschirm vom Andreas sehen. Ja. Alles noch legitim, aber wunderbar, ich sehe es. Müsste also jetzt bei euch auf dem Schirm sein. Matthias, vielen Dank. Super Webinare, gefällt mir. Positives Feedback ist an dieser Stelle immer gut. Also, ihr seht es Kurze jetzt hier. Zwischenfrage, was genau sehen wir denn? Von welchem Monitor? Ich habe hier mehrere. Ja. Du kannst es auswählen. Ich sehe gerade die Windows-Oberfläche, blauer Background. Gerade ganz am Anfang war der MetaTrader zu sehen, aber jetzt sehe ich deine Oberfläche, deine Windows-Oberfläche. Jetzt wieder nichts. Immer noch die blaue Windows-Oberfläche. Gerade eben war der MetaTrader. Also wenn du den unten anklickst, müsste er zu sehen sein. Es sei denn, du hast vier oder fünf oder sechs Bildschirme am Start. Ja, mehrere. Jetzt muss ich erst den richtigen finden, den ich dann Sehe ich entsprechend deine Maus gerade? teilen kann. Aber eben war der MetaTrader zu sehen. Also du kannst von der Webinar-Software auch hier den Bildschirm festlegen. Ja, genau das wollte ich tun. Soll ich es nochmal wegnehmen oder kannst du das koordinieren auf deiner Seite? Ich habe hier so ein Bedienpanel, das heißt Übertragen Bildschirmübertragung, und da kannst du genau. Bildschirmstatus. Hier gibt es verschiedene, Genau, zwei. genau. Da Sieht suchst man du. hier die JFD-Seite? Jetzt hast du die JFD-Seite offen, richtig. Sehr gut, in voller Pracht und Breite. So sehe ich das. Du bist doch gut zu hören. Insofern passt das Wunderbar. alles. Schiebe ich direkt mal rüber. Ja, Andreas, wie gesagt, vielleicht. Du bist direkt schon auf der richtigen Seite. Wir können hier direkt in den Markt eintauchen. Wir wollen ja der Vorrede nicht zu viel verlieren. Wenn ihr, liebe Leute, noch ein bisschen Interesse habt, Andreas wird ohnehin ein bisschen von sich erzählen, uns teilhaben lassen aus seinem Erfahrungsschatz, der hier über viele, viele, fast schon 2 Jahrzehnte hinausreicht. Aber er sieht noch aus, als wäre er gerade geschlüpft mit zarten 20. Das wollen wir an der Stelle auch nicht verneinen. Das Insofern. liegt aber daran, lieber Chris, dass du ein sehr altes und jugendliches Foto von mir gestreut hast, wofür ich dir sehr dankbar bin. In real, wenn man mich dann auf der World of Trading, auch bei euch sicherlich am Stand, wenn man im persönlichen Gespräch erlebt, bin ich doch 2, 3 Jährchen gealtert. Nichtsdestotrotz sollte man mich erkennen. Na, dann bin ich ja beruhigt. Dann bin ich ja beruhigt, aber ich würde dich immer erkennen, ja. Also das steht schon mal fest. Aber insofern, dann mal fahr ab. Also ich will dich gar nicht aufhalten. Wie ist das denn mit der Marktvorbereitung? Hast du heute schon mal gescannt? Hast du da so eine tägliche Routine irgendwo? Oder ja, genau, fahr einfach ab.
Meine tägliche Routine ist letzten Endes, dass man den Morgen beginnt, wie ein Sportler auch den Morgen vor einem Wettkampf beginnen sollte. Denn Börse ist nicht dieses Marketing-Spielchen, was oftmals suggeriert wird, dass man mal über den Daumen peilt, könnte man long, könnte man short gehen, was machen die anderen Marktteilnehmer, was mache ich selber und seine Order in den Markt legt und letzten Endes hofft, dass man Gewinn erzielt. Das ist nicht der Börsenhandel, zumindest nicht der langfristig profitable Börsenhandel. Das ist mehr die Richtung Gambling, Glücksspiel, würde ich schon fast sagen, etwas härter verpackt, um jeden aufzuwecken, der vielleicht dieser Geschichte nachlaufen möchte, um einfach Geld zu verdienen. Nein, Börse ist wirklich harte Arbeit und harte Arbeit vergleiche ich gerne mit einer sportlichen Laufbahn. Man bereitet sich vor, man steht im Wettstreit mit ganz vielen anderen Wettbewerbern. Das sind in dem Fall nicht nur die anderen Marktteilnehmer, sondern das sind vielmehr die eigenen psychologischen Fallstricke, denen man sich jeden Tag ausgesetzt fühlt. Und man muss für sich selber entscheiden, mit welchen Erwartungen man letzten Endes tradet. Ich habe da mal kurz was vorbereitet. Also letzten Endes aus einer Präsentation ein Slide. Man sollte sich vorab für sich im Klaren darüber sein, ob man aus Hobbygründen tradet. Hobbys kosten Geld, auch das muss man wissen. Deswegen ist es okay, wenn man sagt, mein Hobby ist die Börse und ich zahle jeden Monat 500 € oder was auch immer ein. Möchte ich Geld verdienen, möchte ich mich an einer Benchmark orientieren, also vielleicht outperformen mit meinem Geld auf dem Tradingkonto mehr Rendite erwirtschaften, als es der Markt mit einem passiven Investment, wie zum Beispiel mit einem ETF, macht. Trade ich aus Adrenalingründen, also suche ich den Kick, dann gibt es sicherlich spannendere Möglichkeiten, wobei Börse jetzt nicht unspannend ist, aber man sitzt letzten Endes ja dann doch vor einem oder mehreren Monitoren. Und da ist ein Besuch im Casino sicherlich spannender für Auge und Geist. Oder habe ich ein langfristiges Ziel, finanzielle Freiheit zu erreichen? Und da gehört es natürlich auch dazu, nicht nur jeden Tag Leistung abzurufen am Trading Desk, sondern auch das Kapital, was man schon verdient hat an der Börse, entsprechend optimal zu verwalten. Also da spielen dann solche Sachen wie die Vermögensverwaltung eine Rolle für das Kapital, was man schon angehäuft hat oder was man sich im Leben angespart hat. Dazu kann vielleicht der Chris nachher nochmal was zu sagen. Da gibt es, glaube ich, von Chafee auch ein sehr, sehr interessantes Angebot. All diese Dinge sollte man sich vorab im Klaren sein, bevor man überhaupt antritt. Und dann gibt es gewisse Tagesroutinen, die man sich setzt, wo man sich auf den Tag optimal vorbereiten kann. Denn ist man nicht vorbereitet, dann kann man keine gute Leistung abrufen. Und dazu zählen natürlich mehrere Routinen, die man sich angewöhnen kann. Beispielsweise um 6 aufstehen. Das ist von mir so eine Routine, die ich auch am Wochenende durchziehe. Ich versuche natürlich vor dem Trading nicht zu trinken, nicht zu rauchen. Man sieht manchmal in so Filmen den qualmenden Whisky trinkenden Trader, wollte ich schon fast in Anglizismen sagen. Den Alkoholkonsum fröne ich dann natürlich nicht so. Ja, man sollte auch ordentlich gestylt sein, finde ich, und auch auf sein Äußeres entsprechend Wert legen. Wir haben jetzt kein Bild eingebunden in dem Webinar, aber ich denke, ihr könnt euch das ganz gut vorstellen, dass ich nicht im Bett liege mit dem Laptop und mit euch jetzt den Markt analysiere, sondern dass ich entsprechend mit Hemd Na. geschniegelt und gebügelt, wie Mama immer sagte, am Trading Desk sitze. Na, in Sachen Gut, Bild, das ist, in Sachen Bild, Andreas, ja. rufen wir gleich mal eine Auffrage. Der weibliche Anteil wird hier sicherlich erfreut sein, da mal einen Kameraeinblick zu erhaschen. An der Stelle schalten wir dann direkt mal zu dir. Nee, also Spaß beiseite, aber du stehst am Bo Ich würde vielleicht nachher ein Bild nochmal schießen während des Webinars, damit man auch den Blick auf die Monitore hat. Denn wenn man die Webcam im Monitor verwendet, sieht man in der Tat ja nur mich. Und ich Stimmt. würde nachher einfach Okay. noch ein Bild über die entsprechenden sozialen Kanäle teilen, wie man die Monitore und mich quasi Sehr gut, wahrnehmen kann. feel free. Ja. Und du stehst am Wochenende in der Tat 6 Uhr auf. Das ist aber doch schon, sage ich mal, Ja. Respekt an dieser Stelle. Also das ist dann eher was, also 7 Tage die Woche sozusagen ziehst du das durch von Montag bis Sonntag. Also das ist auch nicht Allermanns, sage ich mal, Tätigkeit. Und auch wenn du am Wochenende sozusagen mal ja, genüsslich Kultur gesaugt hast oder dergleichen, dann ist es auch Auch. so, dass tatsächlich, also Hut ab an der Stelle, das war mir so noch gar nicht bekannt, Andreas, aber das zeugt natürlich von deiner Disziplin an dieser Stelle.
Genau, das ist Disziplin und letzten Endes ist es auch, dieses Hut ab gilt nur die ersten Wochen. Also ich kann da jeden beruhigen, der da Angst davor hat, weil, wie hier der Slide suggerieren möchte, Gewohnheiten kommen von Gewöhnung. Also das heißt, wenn der Körper wirklich 5 Tage die Woche darauf gepolt ist, um 6 aufzustehen, dann fällt es an den anderen 2 Tagen gar nicht mehr schwer. Und auch am Wochenende schwanken die Gedanken natürlich auch ein wenig um den Kapitalmarkt. Also man verfolgt auch am Wochenende die News, man macht zum Beispiel am Samstag nochmal sein Trading-Tagebuch, wertet seine Statistiken aus und am Sonntag, für mich ein ganz wichtiges Ritual, bereite ich die neue Handelswoche vor, schreibe eine Wochenkolumne, die ich auch streue, kann ich nachher gerne auch nochmal zeigen, wo man die überall findet und was da quasi die Quintessenz ist. Denn das ist letzten Endes die große Vorbereitung auf die einzelnen Handelstage, dass man weiß im großen Bild, wie bewegt sich der Markt, wo sind die Schwellen im Tageschart oder auch im Wochenchart, um dann tiefer hineinzugehen in den einzelnen Handelstag. Und da sind wir auch schon mittendrin. Dazu zählt für mich, dass ich erstmal die Termine sondiere. Das kann man auf mehreren Webseiten machen. Sehr ausführlich ist es bei investing.com im Kalender. Dieser Kalender ist natürlich auf alle Länder erstmal ausgerollt, was für uns Trader in Deutschland wenig Sinn macht. Ich begrenze das in der Regel auf Deutschland, die USA, manchmal auch England. Denn die ägyptischen Bruttoinlandsproduktzahlen haben keinen Einfluss auf den DAX, so viel kann ich vorwegnehmen. Auch die Elfenbeinküste ist jetzt nicht direkt korreliert mit dem DAX. Man kann hier nochmal die Wichtigkeit festlegen. Und wenn ich jetzt hier drei Bullen, also die höchste Wichtigkeit, anwende, sehe ich in der Tat, dass wir bis 14:30 nichts zu tun haben aus Sicht der Termindaten. Man kann das noch ein wenig runterbrechen und schauen, vielleicht gibt es etwas weniger Wichtiges. Siehe da, hier gibt es OPEC-Monatsbericht, verschiedene Erzeugerpreise von der US-Notenbank, gibt es einige Interviews, möchte ich schon sagen, oder ja, einfach Reden von Notenbankchefs, es sind ja mehrere Notenbanken in der Fed vereint. Also es ist aus Sicht eines deutschen Traders gar nicht notwendig, sofort um 9 am Desk zu sitzen, wenn man nicht den deutschen Markt handeln möchte. Ja, also viele fokussieren sich ja auf internationale Märkte, vor allem im Devisenmarkt, ist das sehr, sehr spannend, dass man sich diese Events und die Termine vorab notiert. Das heißt für mich, als To-Do 14:29 Uhr werde ich keine neue Order öffnen und wenn ich im Markt bin, werde ich bis 14:29 Uhr auch entscheiden, wie eng ich den Stopp an den Markt heranziehe, falls es dort zu Volatilitätsausbrüchen kommt, dass ich nicht durch eine große Kerze ausgestoppt werde. Im Idealfall ist man nicht positioniert vor diesen Ereignissen. Als Daytrader wohlgemerkt. Also Sie müssen nicht vor so einem wichtigen Termin alle Aktien verkaufen, die Altersvorsorge auflösen und so weiter, sondern es genügt, sage ich immer, im kurzfristigen Handel auf diese Termine Obacht zu geben und auch zu schauen, ob die Zahl, wenn sie dann vermeldet wird, von der Prognose, die auch hier sehr gut vermerkt ist, abweicht. Die Interpretation überlasse ich dann wiederum dem Markt. Dazu kommen wir später noch einmal. Es ist 8:59 Uhr und wir schauen uns erstmal den Markt an. Hierzu mag ich es relativ einfach, relativ naked, wie der amerikanische Trader sagt. Ich schaue mir den DAX als Cash-Index an. Der wird bei JFD komplett um die Uhr getaxt. Man sieht jetzt auch im Minutenchart, wie der Handel schon losgeht, wie es hier quasi schnelle Bewegungen gibt. Dahinter gelegt ist der Dow Jones als Indikation, denn der Dow Jones wird erst 15:30 Uhr gehandelt. Aber er gibt oftmals eine ganz gute Indikation, wie die internationalen Player ticken. Und auf der rechten Seite ganz rechts sehe ich den DAX Xetra, der jetzt hier öffnet einen kleinen Gap. Warum habe ich beide DAX-Indizes im Bild? Na, wegen dem Gap vor allem. Denn ein Gap ist oftmals im deutschen Markt vorhanden. Es ist der Kursunterschied zwischen dem letzten Kurs des Vortages und dem ersten Kurs des neuen Tages. Also hier ist quasi an der letzten Candle der letzte Kurs, das Close, 11.965,25. Und das Opening war, wie wir hier gesehen haben, 11.986. Das heißt, wir haben ein Gap von ungefähr 20 Punkten. Das ist insofern wichtig, als dass genau an diesem Gap immer wieder Bewegungen entstehen. Und diese Bewegung gilt es natürlich einzufangen, beziehungsweise diese Bewegung ist eines meiner Trading-Setups. Und dieses Gap male ich so mit immer gerne in den Chart ein. Wir haben es sozusagen im Xetra-Chart jetzt hier involviert und können entsprechend reagieren, wenn der Kurs in dieses Xetra-Gap
eintaucht. Ich schalte von dem 15-Minuten-Chart, den ich jetzt erst einmal nur habe, um mir die Tageshochs und Tagestiefs der vergangenen Tage noch einmal zu markieren. Das wäre hier am 10. September das Tageshoch bei 12.000 und ungefähr 40 Punkten. Auf genaue Nachkommastellen verzichten wir hier und sehr, sehr nice, das habe ich gestern auf verschiedenen Channels auch geteilt, das Tagestief von gestern, wo ich in etwa meine Short-Position glattstellen konnte. Das war ein sehr, sehr schöner Trade, kann ich nachher gerne noch mal einmal zum Besten geben. Also man sieht im 15-Minuten-Chart die Begrenzung der letzten beiden Handelstage. Und diese geben Orientierung, denn ein Ausbruch aus dieser sogenannten Range wird auf alle Fälle richtungsweisend für die Positionstrader sein. Denn Positionstrader orientieren sich oftmals an Tagesschlusskursen, Tageshöchstkursen, Tagestiefskursen, um ihre Position in ihren Büchern zu bewerten. So, dies haben wir eingegrenzt und können dann ruhigen Gewissens auch eine Ebene nach unten schalten in den 5-Minuten-Chart. Hier sind wir auch genau am Gap quasi dran und öffnen uns letzten Endes auch das Handelsfenster, was ich hier immer mitlaufen lassen habe auf einem anderen Monitor, um nochmal fein zu justieren, wo der Stop-Loss eingestellt werden muss, um dann einen entsprechenden Trade in Angriff zu nehmen. So sieht meine Handelsvorbereitung letzten Endes aus und dann lässt man den Markt letzten Endes seinen Lauf. Chris, bist du noch da? Ja, ich lausche deinem fröhlichen Dann Gesang an lauf dieser mal Stelle. ausführen. Ja, also hast ja, sag ich mal, gut detailliert hier erläutert, A von der Tagesroutine bis hin eben jetzt zum Naked Chart, wie du gesagt hast. Siehst du hier Optionen? Ansonsten, liebe Leute, also der Raum füllt sich zusehends, das ist gut. Immer weiter. Liebe Leute, wenn ihr Fragen habt, auch zur Vorgehensweise von Andreas, generell, sage ich mal, hier die Chance nutzen. Ja, das ist natürlich hier die Interaktivität, die so ein Webinar natürlich hier ausstrahlt, sodass wir hier in Konversation gehen können. Auch für den einen oder anderen, der hier sogar ein Headset hat, kann man eine Live-Schaltung hier initiieren, sodass wir miteinander sogar reden könnten. Ansonsten nutzt auf jeden Fall den Chat. Bislang, sage ich mal, vorsichtige Zurückhaltung, Andreas. Ich denke mal, die Ich habe eine Frage bekommen, wenn ich das so frei äußern darf, und zwar kurioserweise über WhatsApp. Ich habe mein Handy hier auf stumm geschaltet Was und vernünftig dann ist, bin ich oder? halt, Sonst würde es alle Sekunde ja, brummen wahrscheinlich. das stimmt. Ich habe aber natürlich auch in meinem Netzwerk das Event gestreut und habe eine Frage über WhatsApp bekommen, die derjenige, ich möchte ihn jetzt nicht nennen, eigentlich schon weiß, aber vielleicht wollte er nur, dass die Frage mal aufgegriffen wurde, weil eben im Chartbild eben waren mehrere Indikatoren verfügbar. Das war eine Voreinstellung, die ich für mein Trading nicht nutze. Die Frage war, ob ich mit Indikatoren arbeite. Die Antwort ist ganz klar nein. Da halte ich mich so ein wenig an Joe Ross, einer der Altmeister im Trading. Denn Indikatoren sind letzten Endes ein mathematisches Abbild vom Kurs über mehrere Berechnungen, Oszillatoren, Indikatoren, was es nicht alles gibt, hunderte davon. Man fällt teilweise, wenn man diese Menüs aufklappt, im MetaTrader aus allen Wolken, womit ich nicht die Wolkentrader angreifen möchte. In dem Sinne, jedoch geben die Indikatoren ja auch wie der Kurs nur ein Abbild der Vergangenheit. Und man kann, wenn man zum Beispiel Trendindikatoren verwendet, in einem Trend sehr, sehr gut davon partizipieren, aber man weiß nicht, wie lange der Trend anhält. Also wann gehen wir in eine Seitwärtsphase über und, und. Also all das sagen uns Indikatoren nicht. Und gerade wenn ich im Coaching unterwegs bin, mache ich mir gerne mal die Freude, bei Liebhabern der Indikatoren mehrere Indikatoren in den Chart zu klicken. Wenn man dann sieht, dass drei Indikatoren ein Kaufsignal generieren und drei Indikatoren ein Verkaufssignal, dann weiß der Gecoachte oftmals nicht, wie er reagieren soll und sieht vor lauter Indikatoren das Chartbild gar nicht mehr. Also letzten Endes sind Indikatoren vielleicht nochmal so ein kleines i-Tüpfelchen oder Bestätigung der eigenen Markterwartung, aber sie sind kein heiliger Gral im Sinne von, dass sie den Weg der Zukunft weisen. Das ist zumindest meine Meinung und Erfahrung der letzten 20 Jahre. Du hast vielleicht eine ganz andere Ansicht dazu, Chris, da können wir uns durchaus hier betteln. Nein, also ich meine, jeder, der sich natürlich mit dem Fakt von Indikatoren, Oszillatoren und der Signalgenerierungen verschiedener Art da beschäftigt, der wird auf den Trichter kommen, dass natürlich ohne den Preis, ja, ich sag mal,
der Wurzel des Ganzen überhaupt nichts möglich ist am Markt. Das heißt also, jeder Indikator ist eine Ableitung letztlich auf den Preis, und dass hier natürlich die Zukunft vorausgesagt werden kann, ist ja schlichtweg unmöglich. Ich meine auch, viele von euch kennen vielleicht den Ichimoku-Indikator. Da ist ja auch so eine Wolke im Vorfeld zu sehen und alles so ein Stück Den weit. meine ich, ja. Genau, und das ist eben was, wo ich sage, klar, das ist ein kleiner Durchschnitt nach vorne projiziert im Chart, und das ist im Prinzip alles auf kleinen Durchschnitten basierend bei diesem Indikator. Und insofern ist es schlichtweg nur eine Herangehensweise. Ich meine, du wirst wissen, ich bin so ein Fan vom Rainbow Trading, wo es mit einem Ja. Klick um die Erhaschung vom Momentum des Marktes geht. Das dient nur dem Zweck, dass man da eben auch mit einem Blick eben die Trendstärke definiert, und das war es dann auch schon. Aber letztlich ist die Price Action definitiv das A und O. Also das, was wie du auch schon gesagt hast, Open, High, Low, Close, das sind die entscheidenden Tagesparameter vom Vortag oder generell, die man sozusagen auf dem Schirm haben muss. Und ansonsten orientiert man sich da, wo der Markt eben hier den Preis auswirft. Und das, oder jetzt an der runden Marke beispielsweise, 12.000, runde Hausnummer, immer wieder ein Thema, sicherlich spannend zu beobachten, was da geht. Was jetzt noch eine Frage im Chat hier ist, und zwar, spielt nur die Kassaöffnung oder auch die Future-Öffnung für dich eine Rolle? Das ist auch noch ein Punkt, wo ich hier habe. Bei der Future-Öffnung schaue ich auf alle Fälle nicht auf die Gaps. Ich schaue sie mir an, 8 Uhr, ganz klar. Ab da sitze ich am Trading Desk und recherchiere dann natürlich die Termine und alles das, was ich vorher mal kurz angerissen hatte, die Tageslinien einzeichnen und so weiter. Aber ich trade in der Regel zwischen 8 und 9 Uhr nicht, da das Volumen sehr, sehr gering ist. Also das große Volumen kommt erst im Xetra-Markt zum Tragen. 96% aller DAX-Voluminas werden über Xetra abgebildet, wenn man sich das vor Augen hält. Das ist ja schon sehr, sehr mächtig. Und ich glaube, die Märkte werden nicht durch die wenigen Future-Trader am Morgen dominiert, sondern durch das große Volumen der großen Marktteilnehmer, die ab 9 Uhr in den Markt kommen und die 9 Uhr bis 9:05 Uhr auch ihre großen Orders erstmal abarbeiten. Also auch das sollte man bei der Markteröffnung wissen. Man muss nicht das hektische Treiben sofort in der ersten Handelsminute für einen Trade umsetzen. Das gilt ebenso für die USA, also 15:30 Uhr, und Dow Jones sofort in den Markt hineinspringen, kann oft tödlich sein, vor allem für kleine Orders mit engen Stops oder allgemein engen Stops, können ja auch große Orders sein, denn die Kerze schwankt oftmals sehr stark. Es kommen sehr, sehr viele Ultimo-Orders einfach zum Einsatz. Es werden große Wertpapieraufträge von Banken erstmal in den Markt gebracht und so weiter. Also der Markt muss letzten Endes erstmal seine Richtung finden. Und das geschieht in den ersten Marktminuten. Das ist letzten Endes eine Art Marktrauschen. Was aber immer wieder spannend ist, ist der Fakt, dass die ersten Kurse, wenn es ein Extrem gibt, um 8 Uhr, in der Regel kurz nach 9 Uhr noch einmal angelaufen werden. Also es sind diese Peaks, die man hier sehr, sehr gut sieht. Also man hat hier vorbörslich die 12.014, 12.015 auf der Uhr. Es ging zur Xetra-Öffnung runter bis 800 und 980, 1.980. In etwa, und ging dann nochmal in diese Richtung. Also man kann durchaus hier auch auf eine Gegenbewegung spekulieren, wer denn zwischen 8 und 9 Uhr oder gleich zur Markteröffnung so heiß ist, dass er handeln möchte. Also ich muss das nicht haben. Ich glaube, mit zunehmender Erfahrung und mit zunehmendem Alter vielleicht auch, im Sinne von Alter, wie lange man an der Börse schon tätig ist, wird man logischerweise ruhiger und muss nicht jeden Tick hinterherjagen, sondern man sucht sich dann letzten Endes Trading-Chancen, wo die Wahrscheinlichkeit stimmt und wo das Risiko auch vereinbar mit der Positionsgröße natürlich ist. Ja, das ist definitiv ein richtiger Fakt, und es sind auch gute Skills, die du hier rüberlässt an der Stelle. Ich kann mich an unserem Live-Event in Frankfurt erinnern, zu den IB-Days, oder auch generell, dass du ja eine relativ hohe Trade-Frequenz hin und wieder an den Tag legst. Also das sind jetzt, sagen wir mal, 50 Trades nichts. Das ist wirklich eine große Hausnummer. Das heißt, da wartest du immer erst die Morning-Session ab, oder beachtest du auch Sachen wie Open Range Breakout? Das ist ja auch so ein Motto der Zukunft, beziehungsweise vielmehr der Vergangenheit und jetzt eben auch projiziert in die Zukunft, solche Range Breakout-Systeme. Damit hast du gar nichts am Hut. Und ich sag mal, wenn es denn eine Chance gibt, dann feuerst du auch aggressiv ab, sozusagen. Aber ansonsten hast du jetzt nicht irgendwie was, wie du gerade gesagt hast, du springst jetzt nicht gleich immer 9 Uhr rein, oder also du wartest erstmal ab, wohin die Richtung geht. Aber wenn es dann in eine Richtung geht, dann bist du auch frequenziell sehr gut unterwegs. So meine Erfahrung zumindest, ne?
Genau, also wenn es eine Richtung gibt, dann versuche ich natürlich auch innerhalb dieser Bewegung viele Trades abzufeuern, nicht nur um den Broker glücklich zu machen, sondern letzten Endes, weil das der Markt Momentum aufweist. Ne? Ah. Und Momentum ist halt eine spannende Sache, die man natürlich in beiden Richtungen handeln kann. Diese Linien, die ich eingezeichnet hatte im größeren Timeframe, die kann man letzten Endes ja auch immer weiter, immer kleiner ziehen, immer näher an den Markt heran, um dann davon zu profitieren, dass der Markt ausbricht. Und ich habe jetzt hier im 5-Minuten-Chart das Hoch des Kerzenkörpers, also es haben sich jetzt letzten Endes zwei 5-Minuten-Kerzen ausgebildet. Wir haben 9:10 Uhr, wir sind am Hoch und das Gap wurde nicht angerissen. Somit bin ich jetzt long gegangen an dieser Position, wie man sieht, und spekuliere darauf, dass im größeren Chartbild, dass wir auf alle Fälle nochmal das Xetra-Hoch hier sehen, entsprechend mit Dynamik auch das vorplusige Hoch, wie ich vorhin andeutete, dass man dieses Tief und Hoch der vorbörslichen Range im Auge behält, um davon zu partizipieren. Das Range Trading der vorbörslichen Range wäre ja letzten Endes ein Ausbruch, wenn es über diese Marken gegangen wäre. Also wenn es über diesen Punkt drüber geht, wäre ja dieses Szenario erfüllt. Oder wenn es unter diese Ja, das war nicht die vorbörsliche Range. Das wäre zum Beispiel jetzt hier ein klassischer Fake-Ausbruch gewesen, wenn man vorbörsliche Range getradet hat. Deswegen nehme ich immer noch ein paar Minuten zu. Vielleicht kann der ein oder andere Zuhörer sich das auch mitnehmen und für sich diese Range nochmal 5 Minuten erweitern, um diese erste panische Eröffnungskerze im Xetra. Gute Frage gerade. Erstmal auch Grüße an einem treuen Zuschauer und Wegbegleiter, der Bernd, fragt, kein Stop-Loss beim Trade-Start? Fragezeichen. Auf die Frage habe ich kurz gewartet und schon ist er gesetzt. Ich wollte mal sehen, ob mitgedacht wird, denn das Stop-Loss ist allerdings. natürlich immer zwingend. Man kann sich mit dem Mini-Terminal bei Sehen wir gar JFI nicht auf oder deinem Bildschirm. allgemein. Du nutzt hier Tools von uns, die wir gar nicht sehen. Das ist natürlich, du ist praktisch ein bisschen Magie, was du hier einstreust. Ja, hin und wieder schießt einfach eine Order rein. Der Nein, Stop-Loss nein, wird nein. gerade angesprochen. Plötzlich ist er zu sehen. Also, das ist natürlich schon ein großes So ist Highlight, es was du nicht. hier auszauberst, ne? Nein, so ist es nicht. Ich muss zu meiner Verteidigung gestehen und auch so ein bisschen zu dem Ärgernis von Chris, dass ich auf Mac-System arbeite und dass der Ah. MetaTrader nur sehr, sehr rudimentär als Browserfunktion bei JFD verfügbar ist. Und das wollte ich euch natürlich nicht antun, da nur schwarze und weiße Kerzen zu haben, sondern auch ein bisschen Farbe ins Leben zu bringen. Und deswegen habe ich mich auf dem Windows-System jetzt breit gemacht und da habe ich mich ja, da habe ich einfach nicht alle Tools installiert und habe auch den Mini-Terminal jetzt bei der Neuaufsetzung von diesem Windows. Ich mag Windows nicht, auch das darf ich, glaube ich, öffentlich Ah, sagen. Da habe ich feel den free. Mini-Terminal nicht mit installiert, sondern nur das normale Order-Fenster, was ich auf dem linken Monitor habe. Ich kann dieses Mysterium natürlich auch gleich entzaubern. Also einmal habe ich den Stop-Loss gesetzt. Der liegt genau an der horizontalen Linie, am Tief. Wir haben jetzt ein neues Xetra hoch gemacht. Wenn die nächsten Kerzen nicht mehr unter 12.100 nach unten brechen, würde ich den Stop auch nachziehen, damit das Risiko einfach aus dem Trade entweicht, wie man so schön sagt. Und das Mysterium kann ich hier auch entwirren, letzten Endes, was auf dem anderen Monitor ist. Wenn ich den mal ein wenig hier rüber schiebe, Um da, während kommt du nicht. das Schieben hier voll treibst, also ist ja gar nicht schlecht. Also man muss sagen, klar, MetaTrader ist natürlich hier für Windows gebaut, obgleich es hier natürlich auch die VPS-Lösung gibt. Auch da bietet unser Support hier Möglichkeiten. Also das heißt, man kann, ups, deswegen schieb es alles in Ruhe zurecht, bis wir sehen. Also man kann natürlich auf dem Mac-Rechner, so wie es der Andi auch macht, gerade, dass man da VPS nutzt, aber man kann auch zum einen den MetaTrader Web Trader nutzen, der ist ja browserbasierend. Das heißt, der hat natürlich nicht den Mini-Terminal und nicht alle Funktionalitäten, aber an der Stelle kann man auch über den Browser handeln und natürlich auch Guidance nutzen. Ja, das ist natürlich jetzt kein Tool, was du im Schwerpunkt jetzt für dich nutzt, aber Godmode Trader, Guidance User haben natürlich hier auch die Möglichkeit, vom Browser aus direkt zu handeln, ähnlich eben wie der Web-Trader vom MetaTrader ja auch über rein Browser geht. Und das geht natürlich dann auch auf dem Mac, aber die, sage ich mal, klassische Software-Installation vom MetaTrader, das liest er sich,
lässt sich, so ist der richtige Ausdruck, hier ganz klar über einen VPS-Server oder VPS-Lösung sozusagen dann auch adaptieren, so wie du es jetzt auch nutzt. Aber okay, danke erstmal für die Offenbarung an der Stelle, weil das war schon ein bisschen mystisch tatsächlich, nach dem Motto, wie kommt der Traffic? Nein, sollte es nicht sein. Aber um Gottes Alles Willen, gut. das ist nicht Also, gut. Passt. ich krieg's nicht ganz rübergeschoben über die ganzen Monitore, weil dann dieses Fenster wieder auf Ja, klein so ist das geht. immer mit den Aber 70-Zoll-Monitoren, ne? ja, das ist echt schlimm. Ich sitze auch mit einem Opernglas eigentlich auf der Dachterrasse im Liegestuhl und schaue nur, was ich im Büro so tue. Nein, Spaß. Ich habe natürlich noch andere Märkte im Fokus. Also, wie man hier an der Skalierung unschwer erkennen kann, den Goldmarkt habe ich noch im Fokus. Ich schaue mir auch immer mal Bitcoin an, denn gerade die Kryptowährungen haben immer wieder Potenzial, starke Ausschläge zu erzeugen. Und ich schaue mir den Euro-US-Dollar an. Und da habe ich im linken Auge erspäht, dass wir hier einen sehr, sehr interessanten Bereich auch vorweisen können. Und zwar ist das das Tief von gestern. Ja, das wurde fast erreicht. Und wenn ich hier nochmal eine Zeitebene höher schalte, das habe ich nämlich gestern schon getradet, wenn ich das eine Ebene höher schalte, ist das auch das Tief, was wir am 10. September hatten. Also letzten Endes kann man diesen Bereich hier auch noch weiter rüberschieben. Und hat dann quasi ein Triple Tief, wenn man so will. Und just hier ist auch der Markt heute Morgen ganz kurz angepeilt worden, beziehungsweise hat sich hier angepirscht an die 1,1569 und ist jetzt wieder abgeprallt an die 1,158. Insgesamt mehr ein Trader-Markt. Also gestern Morgen ging es vor dem ZEW bis auf 1,1640 hoch. Danach ist die gesamte Tagesrange abverkauft worden. Es gab sogar neue Tagestiefs. Die haben sich aber nicht durchgesetzt, trendbasierend, sondern es ging wieder zurück. Nicht ganz bis hoch, jetzt wieder hier unten. Also es ist ein Markt für schnelle Trader letzten Endes und kein Trendmarkt momentan. Aber auch diese Märkte habe ich natürlich im Auge, genauso wie Bitcoin. Das ist ja mehr oder weniger, Einem wie gesagt, sehr, Trauerspiel. aber Aber wenn man den richtig, Tagesschart sieht, durchaus richtig, spannend. Also ich habe den viele. Tagesschart hier unten immer wieder unterhalb der 5000, unterhalb der 6000, um die 5790 waren wir mehrere Male im Tagesschart, sind dynamisch abgeprallt. Was man aber nicht vergessen darf, es ist ein Abwärtstrend. Also letzten Endes, ja, ob man ihn so anlegt, das war schon Abwärtstrend, er wird seichter. Diese Trendlinien machen wenig Sinn, weil wir ja letzten Endes nur zwei, drei Auflagepunkte haben. Deswegen lösche ich die wieder raus. Aber man kann ja kurzfristigere Trendlinien einzeichnen. Wenn man jetzt hier diesen Spike beiseite lässt, hat man zum Beispiel diese Linie und so weiter. Also auch das habe ich im Blick und zoome dann jederzeit in die größeren Zeiteinheiten hinein. Hier sieht man, wie stark der Ausbruch nach unten geschah. Kurioserweise hatte ich letzte Woche eine Order gelegt für einen Dreieck und wollte genau hier short gehen. Und ja, ehe ich die Order aktiviert habe, sah ich diese Riesenkerze, checkte das Ganze nochmal bei einem anderen Datenprovider gegen, ob die Kurse auch real sind. Und ja, dann war es auch schon vorbei. Der Hintergrund ist schnell erklärt. Es gibt zwei Hintergründe. Das eine war, dass Goldman Sachs wohl gesagt haben soll, also hier gibt es nur eine interne Mail, dass es letzten Endes keine eigene Entwicklung von der Kryptowährung geben soll. Das hat den ganzen Sektor belastet, weil das Vertrauen von Goldman Sachs, so sagt man, entweicht aus dem Sektor. Ja, und die zweite Meldung war ein bisschen obskur, das habe ich auch nicht ganz bis zum Ende nachvollziehen können. Es gibt wohl ein kriminelles Netzwerk, was mehrere Bitcoins hat, so wie viel waren es? 11.000 noch, die verkauft werden sollen, weil der Kopf dieses Netzwerkes gerade im Knast sitzt und Geld braucht. Also so kurz zusammengefasst meine Interpretation. Das sollte man auf verschiedenen Seiten nochmal nachlesen. Ich glaube, wenn ich hier auf Trading Treff zum Beispiel mal auf meinen Account gehe, wo ich öfters mal auch solche Themen anfasse und beleuchte. Dort habe ich das mal ein bisschen ausgeführt, was da funktioniert. Es gab also zwei starke Impulse, die man im JFD-Chart sieht. Hier sieht man, wie ich versucht habe, das zu handeln, aber wie es mir durch die Lappen gegangen ist. Silk Road war es, genau. Silk Road ist wohl eine große Wallet-Adresse mit Drogenumschlagplatz und so weiter. Und das Ganze hatte ein Nutzer auf einer Chat-Plattform angekündigt, dass es zu 111.000 waren sogar, Entschuldigung, 111.000 Bitcoins, 844 Millionen Dollar
sollen hier verkauft werden. Tja, und das Darknetz, der Darknet-Schwarzmarkt, der scheint zu funktionieren. Und das bringt halt dann letzten Endes Rückfälle in alte Ranges, die dann sehr, sehr spannend zu traden sind. Also wie man hier im August auch öfters von mir lesen konnte, habe ich den Bitcoin hoch und runter gehandelt in der Range. Jetzt sind wir wieder in der Range. Und das wäre spannend, solange das Jahrestief nicht bricht. Und das Jahrestief hatte ich ja jetzt eben hier im Chart nochmal eingezeichnet. Also auch wer Bitcoins handelt, hat durchaus sehr, sehr gute Setups vorliegen am Markt. Definitiv. Guter Punkt. Wir haben ja neben dem Bitcoin jetzt da unlängst auch noch vier weitere Top-Kryptos gelauncht, also Ethereum, Litecoin, Ripple und Co. Also da ruhig mal schauen. Auch die Spreads sind enorm zusammengezogen oder haben sich enorm zusammengezogen seither. Wir hatten ja zur Eskalationsphase Ende letzten Jahres ja absolute Extrembewegungen, extreme Spread-Ausdehnungen und auch viele Liquiditätsanbieter oder auch Market Maker sind hier richtig in eine Schieflage gegangen, weil alle Trader auf Long ausgerichtet waren und dann ist der Preis eben durch die Decke gegangen. Also gibt es schon den einen oder anderen Market Maker, der richtig rote Zahlen geschrieben hat. Wir bei JFD, wie gesagt, haben ja damit nichts am Hut. Wir leiten die Orders weiter, hundertprozentig. Und insofern, das ist immer der Market Maker bzw. der Liquiditätsanbieter oder auch die Bank, die den Trade nimmt, wie sie ihn verwaltet, ist dann deren Case. Aber letztes Jahr war es halt da wirklich extrem und Spreads sind aufgegangen, hat sich auch eine ganze Zeit so gehalten. Jetzt aber hier der Bitcoin mit 8 Dollar Spread, sehr, sehr gut handelbar und auch die anderen Spreads sehr eng. Und natürlich haben wir hier immer wieder Spekulationsmomente, die eben auch hier Momentum verschaffen. Ja, und auch ich hatte gestern den Bitcoin Cash im Fokus, der hat eben mal auch in den letzten Tagen 30% gemacht, also innerhalb von wenigen Tagen, ungehebelt wohlbemerkt. Wenn man dann einen Hebel von 2 ansetzt, eben sind wir schon bei 60% und da geht eben wirklich richtig viel. Also man muss sagen, Kryptos, also ich sag mal, gut, brauchen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, Blockchain und dergleichen wird sicherlich viel verändern in der Industrie, beziehungsweise es wird viel in der Richtung passieren, aber auch die Kryptos werden ihren Weg gehen. Ja, es werden 99,9 der mittlerweile, weiß ich nicht, 4.000, 5.000 Kryptos sicherlich dem Bach runtergehen. Aber es werden viele oder einige wenige gute überleben. Und ob der Bitcoin als, sage ich mal, Mutter des Ganzen, da wird es natürlich auch hier wieder irgendwelche Splits wahrscheinlich geben, wie auch der Bitcoin Cash zum Beispiel zeigte. Aber trotzdem wird es hier definitiv auch die Kryptowährung weitergeben und insofern auch hier ein Handelsvehikel, was natürlich auch immer wieder durch Spekulationsmomente getrieben wird. Ja, sei es die Future-Einführung, sei es die Geschichte mit Goldman Sachs, sei es die Geschichte und schön dokumentiert, Andreas, an der Stelle, die Geschichte mit dem, sag ich mal, ja, Darknet und Mysterien, das ist auch immer ein großer Vorwurf an die Kryptos, aber da muss man eben auch sagen, Weg oder auch das Kapital findet immer seinen Weg und das Potenzial, was da rein noch, sage ich mal, in Aussicht stellt, auch rein die ICOs, die Coins als solches selber, wie man Emissionen betreiben kann, wie Kapitalgelder zu allokieren, das ist einfach etwas, wo man die Kryptos definitiv im Auge haben muss und das ist sicherlich eine Story, die uns noch lange begleitet. Und da sehen wir auch die großen Coins oder ihr habt es bei Finanztreff, da ist ja der Andreas auch tätig dort, ja, habt ihr auch einen eigenen Kryptobereich sozusagen. Genau, da haben wir einen eigenen Kryptobereich, wo natürlich auch die News und hier sehen wir natürlich sofort in den aktuellen Videos die JFD-Devisenradare, die mit durchflunkern letzten Endes. Man sieht bei diesen 4.500 unterschiedlichen Kryptowährungen nicht nur die verschiedenen gesammelten Benchmark-Indizes, die es gibt, sondern man sieht auch die einzelnen Kryptowährungen. Hier haben wir quasi mal die Top 10 zusammengestellt. Die sind alle im Minus heute. Aber es brechen immer wieder einzelne Kryptowährungen heraus. Und Dinge, die man noch nie vorher gehört hat, also Embers, ich glaube, es gibt eine Embers Suite in Berlin, ist eine Diskothek. Also alle möglichen Dinge, die hier mehrere 100% an einem Tag vollziehen, die man vorher noch nie gehört hat. Also der Markt ist riesengroß für Kryptowährungen und ich würde aber als Trader mich durchaus auf die Top 10 fokussieren, weil auch da das Volumen einfach da ist und da den anderen mehr oder weniger Glücksspielcharakter schon hat. Man weiß nicht, was steht dahinter. Ich erinnere nur an den Dogecoin, der dann auf einmal irgendwie 1-2 Milliarden wert war, wo gar nichts dahinter stand und das Ding wieder zusammengebrochen ist. Ja, man hat einfach keine Handhabe im Sinne von Rechtsanspruch, wenn man Coins erworben hat, da auch eine Gegenleistung zu bekommen. Es ist eine Währung, es ist ein Wert, der durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird und der getrieben wird durch Fantasie. Ja? Und ist die Fantasie nicht da,
Weiß nicht, wer hier der ERK20 ist oder wer das ins Leben gerufen hat, aber ja, der steht halt stabil bei. Den gibt es wohl scheinbar auch erst seit diesem, ja, Juli. seit 3.7. Ja, das ist Ja, und auf der einmal Punkt. ist das Ding 1,50 wert, ja, also. Ja, das ist der Punkt. Du hast ja gesehen, auf der einen Seite waren eben hier 200-300% Performance, auf der anderen Seite 70-80% Verlust. Also das erinnert doch schon sehr stark an den neuen Markt zu teilen in der Endphase, wo auch, sage ich mal, gewisse Internethäuser mit 3 PCs und 5 Mitarbeitern millionenschwer bewertet waren. Das hat mich tatsächlich so ein Stück weit an diese Zeit erinnert. Und nichtsdestotrotz hat sich ja daraus Amazon entwickelt, wie sie keiner als damaliger Buchversand noch gestartet. Sage ich mal, der CEO hatte sicherlich die Vision schon längst, aber dass das dann so kam, wie es jetzt kam, im Rahmen des Markteinflusses und des Marktwertes. Wir haben ja da die 1-Billion-Dollar-Marke geknackt. Das ist ja der Knaller, was da an Bewertungen abgeht. Aber wie gesagt, das erinnert so ein Stück an die Zeit. Maximilian beschwert sich über die Tonqualität. Also ich muss sagen, ja, Andreas halt, aber ich kann ihn sehr, sehr gut verstehen. Wie ist denn das Feedback von den anderen Teilnehmern? Gibt es noch mal kurz mal rein? Also ich kann Andreas echt gut verstehen. Konversation klappt prima. Klar, Ja, Chris, es hat. man muss zur Verteidigung hinzu sagen, wir stammen ja beide aus den neuen Bundesländern und verstehen natürlich unsere Dialekte auch viel, viel besser als vielleicht jemand, der nicht in Ich gebe, Norddeutschland stammt. da gebe ich dir recht. Ich muss sagen, gerade wenn man mit einem Landesgenossen spricht, sozusagen, dann reiht es sich immer schnell ein, dass man tatsächlich in seine alten Gefilde zurückgeht. Aber ich glaube, wir haben nicht so einen krassen Slang, als dass man uns nicht verstehen könnte. Aber guter Einwurf an der Stelle. Genau nicht. Aber Maximilian, wie gesagt, gib da mal Feedback, dreh mal ein bisschen auf, aber du sagst es einfach leise. Also ein bisschen schlecht, ja, also aber es halt ein Stück weit, ja, aber ansonsten von der Lautstärke her ist es echt gut, muss ich sagen. Also da kann ich von meiner Seite her hier nichts sagen. Voll aufgedreht. Okay, Maximilian, da müssen wir mal sehen. Bei mir ist es gerade mal nur mal als Vergleich. Ich bin hier auf Wir als Männer, 45%. Maximilian, Was sagst du? Maximilian, von mir noch der Hinweis, Maximilian, wir sind ja Männer im besten Alter mit einer recht tiefen Stimme. Mach doch den Subwoofer nochmal dazu an bei deiner Heimkinoanlage, dann kommt unser Brumm richtig gut rüber. Na du wieder, Andreas, aber das hast du schön formuliert an der Stelle. Na, aber zurück zum Thema. Krypto ist definitiv Genau. heiß. Wie gesagt, könntest du bei JFD auch wirklich handeln. Transparent auch hier, fair. Wir stellen die nicht selber, wir handeln nicht gegen euch und dergleichen. Muss man immer wieder sagen, das ist ein großer USP von JFD seit Beginn an, dass wir hier die Orders durchrouten an den Markt ohne Preisspielchen, Spread, Schnippeleien. Oder auch gestern, schöner Punkt, Andreas, du hattest ja gestern den DAX Trade. Wir geben auch 100% der positiven Slippage weiter. Das heißt, wenn ihr mal besser ausgeführt werdet Ich als, suche mir gleich mal raus, Chris. Ich suche mir ja, gleich muss mal man einfach raus. sagen, Das ist das ist wirklich ein Punkt. Slippage ist ja immer, wie gesagt, gibt ja positive, negative, also sprich, wenn man eine Ausführung wünscht, sei es Take Profit oder Stop Loss, und man wird besser ausgeführt, also man bekommt einen besseren Preis, einen besseren Auswurf des Trades, dann ist es eine positive Slippage und ja, die geben wir auch zu 100% weiter eben. Und genau so ist es auch gestern im Andreas ergangen. Hier sehen wir gerade das Bild vom Trade und dann hast du den auch Genau, nicht können wir gemacht. kurz nochmal erläutern. Bitte. Also den Ausbruch nach oben zu neuen Hochs, den habe ich letzten Endes nicht mitgehandelt. Ich habe den Markt nicht so richtig über den Weg getraut. Nicht nur wegen der Nachricht von Goldman Sachs, dass der DAX oder allgemein der Aktienmarkt so hoch bewertet war, sondern weil ein Markt bei runden Marken öfters mal spielt. Also gerade diese 12.000 als super, super runde Marke wird von Tradern und Anlegern zur Umschichtung genutzt. Einige Marktteilnehmer gehen rein, andere gehen raus. Das erzeugt Volatilität. Deswegen, so ein Durchbruch kann kurzfristig gehandelt werden. Ja, man muss aber immer wissen, für einen Positionstrade auf mehrere Tage, Wochen sind runde Marken eher ungeeignet, weil der Markt die Tendenz hat, rein magnetisch immer wieder dahin zurückzukehren. Deswegen, ich bin nicht long gegangen, habe aber gesehen, dass wir relativ schnell, das hier war die Markteröffnung, hier war ein kleines Gap, wieder unter 12.000 gefallen sind gestern und bis zum ZEW-Index dann auch wieder in der Vortagesrange, was erst ein Widerstand war und danach eine Unterstützung, hinunterbrachen. Als wir am unteren Ende dieser Range waren, bin ich short gegangen im DAX, mit der Option, dass die Vortages-Gesamtrange durchlaufen wird. Das wäre dann bis hier unten gewesen und habe auch über meine Social-Media-Kanäle suggeriert, Entschuldigung, dass es bis 11.980 ungefähr gehen könnte. Also hier rein, den Stopp brav nachgezogen und dann natürlich gesehen, was für eine Dynamik aufkam. Das
Das war die Zeit, als man auch den Euro-US-Dollar bei 1,1640 sah. Also quasi so eine kleine Korrelation spinnen konnte im Kopf und habe letzten Endes mein Take-Profit bei, also den Stop nachgezogen, 11.905 und den Take-Profit bei 864 gelegt. Und in der Tat, ich wurde ausgeführt zu 63, deswegen das Smiley um 10 Uhr bzw. 11 Uhr 7. Das ist ja die London Time. Und habe einen Punkt letzten Endes vom Markt geschenkt bekommen, wo andere vielleicht sagen würde, man bekommt das vom Broker geschenkt. Aber der Broker schenkt mir das ja nicht, sondern es ist der Marktkurs. Und im Gegenteil, man muss das umkehren. Andere Broker nehmen vielleicht diesen einen Punkt für sich einfach mit als Selbstverständlichkeit, was ich halt eben nicht fair finde. Mhm. Denn es ist ja mein Trading und nicht das Trading des Brokers. Wenn man das Ganze nochmal mit dem Markt abgleicht, wo wir letzten Endes dann am Ende im Tief waren, das war ja die 62, also ja, das war dann mehr oder weniger Glück, dass man auch für den Ausstieg mal den Tag, das Tagestief erwischt, das möchte ich nicht können oder Erfahrung zuschreiben. Ja gut, ich meine, der Faktor Glück oder ich sage mal auch, nennen wir es Intuition, ist ein großer Bestandteil, den man als Trader auch mitnehmen muss. Wobei Glück, sag mal, relativ. Wenn du eine gute Disziplin hast, ein klares Risiko-Money-Management, dann hast du deinen Fahrplan und sag mal, du weißt, wie du wann wo handeln musst. Und aber natürlich eine Ausführung am Tagestief, tief zu erhalten, das ist natürlich dann immer ein guter Umstand. Ja, aber ich meine, du hast ja den Trade auch sauber geplant. Das muss man ganz klar sagen. Ansonsten nochmal eine Frage hier vom Raphael. Kaffee und Zucker, ja, haben wir auch bei uns im Angebot. Schaust mal bei uns auf die Website jfdbrokers.de. Da haben wir oben bei Trading das praktisch das ganze Sortiment von physischen Produkten, eben echten Aktien, die man jetzt bei uns ja auch handeln kann, bis Devisen, Edelmetalle und natürlich auch die Kryptos. Findet ihr alle dort. Und ja, Zucker und Kaffee haben wir dort als also US Kaffee und Zucker haben wir dort auch da aufgeführt. Kannst du dir auf jeden Fall machen. Ich wollte schon Nein sagen, weil ich mache keinen Zucker in meinen Kaffee, aber das war ja auch das Underline gematcht gemeint. Genau. Das ist richtig. Ansonsten, Ottmar, eine Aufzeichnung machen wir auf jeden Fall vom Live-Event, wie immer an der Stelle. Läuft. Ansonsten spezielle Frage hier von Thorsten, das ist ein bisschen größer, muss ich mal lesen, was wir handeln doch Derivate, die nicht an der Börse gehandelt werden. Richtig, also wir, hier ist es ein OTC-Markt, ja, Over-the-Counter ist der Markt, trotzdem nicht an der Börse gehandelt, wo ist also der Unterschied? Ja, es gibt eben im Prinzip beim OTC-Markt eben Liquiditätsanbieter bzw. Handelspartner im Interbankenmarkt eben hier, wo Forex stattfindet, ja, sind es Hedgefonds, sind es die ganzen Großbanken bei der UBS von Goldman Sachs über Bank of America, wie sie alle heißen, sind drin im Interbanken-FX-Pool und bepreisen sich da im Millisekundentakt und geben sich hier die Bid- und Ask-Orders hin und her. Und das ist eben keine Präsenzbörse, sondern es ist ein Interbankenmarkt und da hängt es auch immer wieder vom Broker ab, wie viele Liquiditätsanbieter der in seinem Pool hat. Ja, es gibt Broker, die haben nur 1, 2 Liquiditätsanbieter oder auch manche gar keinen. Das heißt, die nehmen alle Orders ins eigene Buch. Also hier der Verlust des Traders, der Gewinn des Brokers. Große Farce am Ende, aber ja, so ist es. Und ja, genau, das ist der Unterschied. Also es gibt keine Präsenzbörse am OTC-Markt. Genauso bei CFDs. Auch hier haben wir einen Liquiditätspool mit mehreren Anbietern, wo die Preise praktisch bzw. die Orders reingehen. Und hier auch wichtig, ihr seid absolut anonym gegenüber der Liquiditätsanbieter. Ja, sowohl im Interbankmarkt als auch im Liquiditätspool beim CFD. Die sehen nicht, wo der Take-Profit oder der Stop-Loss von euch ist. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also da gibt es nicht sowas wie Stop-Phishing oder dergleichen. Weil die schlichtweg nicht wissen, wo die Orders sind. Wenn gleich eine runde Marke 12.000, wir sehen auch, wie der DAX da drum pendelt. Ich habe es ja eingangs auch gesagt, ja. Immer wieder ein wichtiges Level. Also jeder, der sich mit den Märkten beschäftigt, das kann auch bei der Allianz 100 Euro sein oder irgendwelche bei Gold 1.200. Das ist jetzt auch beim Goldpreis eine wichtige Marke. Das sind alles so Sachen, wo man sich wirklich ja, mitnehmen muss oder auch im Kopf behalten muss, wenn solche runden Marken angelaufen werden. Und das eben mal jetzt hier ganz kurz zur Erklärung. Die Hebel letzten Endes umgelegt und Marktteilnehmer, vor allem die Großen, die können nicht wie wir. Und das ist letzten Endes unser Vorteil als Trader. Wir können mit einem Klick, also nicht nur gemein technisch, den einen Klickhandel im MetaTrader, sondern wir können wirklich mit einer kurzen Order in den Markt rein und ganz leise wieder hinausgehen. Und das vergleichen viele mit dem Schnellboot auf hoher See. Wir sind extrem
manövrierfähig. Wir können long gehen, dann nächste Minute short oder auch gar nichts, komplett unser Kapital vom Markt fernhalten. Das kann ein großer Marktteilnehmer nicht. Also wenn ein Hedgefonds sagt, trennt sich von Tesla, weil, ja mein Gott, da hat halt der Vorstand mal einen Joint geraucht und Whisky getrunken im Interview. Was soll's, ja? Das ist ja seine Firma. Also kann er machen, was er will, wenn er so die Firma besser lenken kann. Who knows, ist sein Ding. So, und wenn aber daraufhin große Fondsgesellschaften sagen, das geht doch gar nicht und sind pikiert und aussteigen wollen und dann eben 2 Millionen Tesla-Aktien auf den Markt schmeißen möchten, dann geht das nicht klick. Ja, das würde den Kurs irgendwie 10% in irgendeine Richtung knallen, vermutlich in die nach unten, wenn er als Verkäufer auftritt. Also muss man sogenannt marktschonend in den Markt gehen. Es werden ein oder mehrere Spezialisten, Banken beauftragt, die die Order an den Markt bringen. Die wird dann zerhackt und dann geht es in lustigen Zehntausender-Paketen in den Markt hinein. Und wenn man so etwas sieht, das kann zum Beispiel der Kollege Heiko Behrens sehr, sehr gut, den Footprint, also letzten Endes die Spuren im Markt suchen. Wenn man sieht, dass sowas passiert, das passiert auch im DAX Future, wenn immer größere Pakete zu gleichen Uhrzeiten im Markt gegeben werden, dann erahnt man, dass mehrere Orders noch nachkommen, also dass ein Großer sich positionieren möchte oder rausgehen möchte und dann bilden sich häufig Trends, die auch durchaus länger anhalten. Also wenn ich jetzt nochmal eine Folie kurz springen darf, ja, wir sind ja nicht allein, also wir sind ja die, aber es gibt ja logischerweise Banken, Vermögensverwalter, große Hedgefonds und auch die Handelssysteme, die ja die meisten gar nicht auf der Uhr haben, die aber für enormes Volumen sorgen. Also in den USA wird von den automatisierten Handelssystemen mittlerweile 80% des Order-Flows an der New York Stock Exchange erzeugt. Das muss man sich vor Augen halten. Also voll automatisiert, ja, durch Handelssysteme oder durch elektronische Orders, die ausgelöst werden durch einen Algo. Ja, und natürlich wissen wir nicht, wie die Algos funktionieren. Nicht nur, weil es nicht nur den Algo gibt, sondern es gibt tausende von Algos. Man kann ja bei JFD auch im Metatrader über die Bibliothek Experten alles Mögliche zuschalten, was es da gibt und testen, sondern zum anderen, weil die natürlich in unterschiedlichen Zeiteinheiten am Markt aktiv sind. Also ein Verkaufssignal im 5-Minuten-Chart kann ein Kaufsignal im Stunden-Chart sein und so weiter. Also das ist sehr, sehr komplex und deswegen sollte man zumindest wissen, wer noch am Markt aktiv ist und dem Gegner, sage ich es immer, analysieren. Also das heißt, wenn komplettes Bashing in den Medien und Schlagzeilen erfolgt. Als Beispiel nehme ich immer die Trump-Wahl zum US-Präsidenten einmal her. Also da war ja richtig Action angesagt. Im Vorfeld wurde in allen Medien oder zumindest in den Medien, die wir hier im Mainstream konsumieren, ja, wurde suggeriert, dass wenn Trump zum Präsidenten gewählt wird, dass die Wirtschaft abkacken wird. Gesagt, ja? Also, dass die Wirtschaft leiden wird, dass die Börsen leiden werden, dass alles kaputt wirtschaftet. Das Gegenteil war der Fall. Es war am ersten Tag, ich glaube, der DAX hatte 700 Punkte minus auf der Uhr und schon 2 Tage später war dieses Riesengap aufgeholt. Ja? Also, auch der Dow Jones hat ganz, ganz viele Allzeithochs danach fabriziert. Ist seit der Trump-Wahl jetzt muss ich lügen oder recherchieren, 30-40% gestiegen. Ja? Und deswegen ruhig sowas als Kontraindikator nehmen, wenn alle sich vermeintlich einig sind, dann wird es vermutlich nicht so kommen. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Ich muss kurz auf den Markt schauen, wir haben ein neues Xetra hoch. So, und wenn man von dieser Range ausgeht, sollte man die Range auch traden. Also das heißt, man sollte nicht dann sagen, ah, ich nehme diesen Trade mit in die nächste Zeiteinheit oder irgendwas, sondern man stellt sich relativ eng an den Markt heran. Das mache ich hier mit 13,5. Hier sind wir in Xetra, habe ich die Order abgesetzt. Auch das sind unterschiedliche Underlines. Man kann also die Xetra-Order nur bis 17.30 Uhr handeln und danach sollte man umschwenken auf den Cash oder vorher auch wissen, zack, ausgeführt. Jetzt sind wir letzten Endes, wenn ich mir die Order gleich nochmal aufrufe, ausgeführt worden bei 13,5. Also das heißt, mein Einstieg nicht optimal, man hätte jetzt im Nachgang sagen können, ja, Mensch, Andreas, geh doch an der unteren Range-Begrenzung ran und geh rein in den Markt. Aber hier ist mir dann wiederum die Wahrscheinlichkeit zu groß, dass der Markt auch durchbricht und das Gap komplett schließt. Das heißt, an dem Punkt wäre ich auf alle Fälle nicht mehr long gegangen. Ich bin es vorher gegangen. Ich suche die Order auch gleich nochmal raus, damit wir das im Nachgang
verarbeiten und betrachten können, beobachten trotzdem den Markt weiter. Es kommt zu einem, bisher ist es nur ein Stich, wie man so schön in der Charttechnik sagt. Es wird geschaut, was liegen hier für Orders im Orderbuch. Es wird ganz kurz über diese Range drüber geloopt, um dann wieder abzuverkaufen. Also das heißt, wer sich hier per Stop-Buy eingekauft hätte bei einem neuen Hoch im Cash, also das vorbörsliche Hoch wurde überschritten, der hat oftmals das Nachsehen, so meine Erfahrung. Ich warte erst ab, bis sich die Kerze fertig formiert hat. Also ich gehe selten mit einem Stop-Buy oder Stop-Sell rein, sondern ich schaue, wie sich der Markt verhält und würde, wenn alles dafür spricht, dass der Markt wirklich nachhaltig so eine Marke überschreitet, dann im Rücklauf mich erst positionieren. Das spart Slippage, die gibt es natürlich auch negativ. Und ja, hält auch die Emotionen natürlich sehr, sehr gering, denn wie man sich vorstellen kann, wenn man hier zu 12.018 reingegangen wäre und sieht binnen 30 Sekunden dann auf einmal die 12.010, hat schon minus 8 Punkte und die Kommission auf der Uhr, was kein schönes Gefühl ist, einfach. Ja, das ist des Traders Alltag, ja, weil Verlustgeschäfte gehören ja teilweise auch dazu. Das war ja mit dem Glücksfaktor vorhin. Ich meine, klar gehört auch hier das Quäntchen da, hier und da dazu, aber letztlich ist es ja ein glasklares Kalkül, was man hier anwendet. Und insofern ist es natürlich trotzdem ein schöner Punkt. Und dass du an der Stelle da jetzt einen Short aufswuppst im Rahmen der ersten Abweisung, ist dir jetzt, sage ich mal, nicht ganz cool. Ich meine, der Exit war ja, sage ich mal, vortrefflich gewählt an der Stelle. Aber dass man da hier sozusagen dann das Ganze dreht, bist du da auch affin in der Richtung oder ist das jetzt zu unklar für dich? Ich bin da auch affin in der Richtung, auf alle Fälle. Wie man jetzt an der Kerze sieht, wäre das auch eine coole Sache gewesen. Es muss aber immer zum Setup passen. Also wenn ich das Setup Gap Close wähle, dann ist mein Close auch, wenn das Gap geclosed ist. Also die Position wird geschlossen, sobald das Setup hinreichend erfüllt wurde. Und ich habe spekuliert, dass diese Range nochmal durchschritten wird, wie vorhin gesagt. Das kann man ja auch in den Aufzeichnungen nochmal quasi nachvollziehen. Und deswegen gehe ich auch an den Punkt raus. Also für mich wäre dann eine neue Entscheidung, einfach objektiv neu zu denken, ohne mental vorbelastet zu sein. Was mache ich dann? Bricht die vorbörsliche Range oder die Range, die wir uns eingezeichnet haben mit dem 5 Minuten ersten Handel oder bricht sie nicht? Und das möchte ich nicht in diesem gleichen Impuls, wenn ich einen Trade glatt stelle, entscheiden, sondern also wirklich einfach objektiv neu entscheiden. Ja, deswegen kopple ich diese beiden Dinge mit Trendumkehr und nicht aneinander. Also jeder Trade wird von sich losgelöst von mir begutachtet und eingegangen. Sehr vernünftig. Also wie gesagt, dann weiter on the market bleiben. Was ich noch aufgreifen will mit den Handelssystemen, da auch, liebe Leute, ich schicke euch da auch direkt meine Webseite rein. Wir haben da ja praktisch ein Kind zur Welt gebracht, was wir schon lange im Fokus haben. Und zwar ist es unser Mirror Trading. Ich post es mal in den Chat, gerade wenn es um algorithmische Systeme geht. Schaut euch das mal an. Wir haben hier die Möglichkeit geschaffen, sozusagen auch an passiven Investments oder sag mal aus Strategien und Tradern, Experten aus unserem Haus partizipieren zu können. Das heißt, ihr könnt euch diese Setups auf euer Konto spielen und hier auch großer Unterschied im Vergleich zu vielen anderen Social Trading Plattformen, so will ich es jetzt mal nennen. Ihr folgt nicht Dummy, also irgendeiner, der hier einen Track-Rekord von 3 Monaten mal aufgebaut hat. Mit 10 Konten im Versuch, 9 davon sind gecrashed und das eine ist jetzt das Musterkonto. Sowas gibt es bei uns nicht. Das sind alles geprüfte Systeme, die da am Start sind und da kommen in den nächsten Wochen auch noch einige dazu und dann habt ihr ein Portfolio zwischen 15 bis 30 Strategien final, wo man dann sagen kann, ihr könnt so wie so eine Robot Advisory, ihr könnt euch selber die Strategien auf so euer Investmentkonto adaptieren und das ist ein riesen Feature. Schaut es da bitte doch einfach mal auf den Link, wo ich euch reingestellt habe oder auf unsere Website oben im Bereich investieren. Ganz neues Fenster, ganz neuer Button und da gibt es eben auch die Möglichkeit, sozusagen hier eine Diversifikation zu betreiben. Ja, neben dem manuellen Handel, was ja der Andreas hier in feinster Güte darstellt, gibt es eben auch hier algorithmische Systeme, die dann sozusagen einem hier unterstützen können. Ja, also praktisch da einfach auch das Risiko von der Trading-Affinität dann auch streuen an der Stelle. Und da schaut sich das an, ganz heiße Geschichte, auch vor dem Hintergrund, dass es hier fair und transparent zugeht. Das heißt, das ist völlig kostenfrei für euch. Es gibt nur eine Gewinnbeteiligung, wenn die Systeme unserer Experten, unserer Algorithmen, unserer Anbieter dann auch Gewinn machen. Also insofern fair und transparent, da geht es nicht. Und auch noch andere Vorteile,
wo wir auch gerne mal in einem Webinar zu späterer Zeit nochmal drauf eingehen. Aber Andreas, den Markt hast du ja letzten Endes erstmal ganz gut eingefangen. Ich lese auch im Chat auch hier nochmal eine größere Einschätzung zu Zucker und Kaffee. Das müssen wir uns mal anschauen, ob wir da, das sind nicht die Kernmärkte vom Herrn Müller, aber da auch eine interessante Frage von Mirko. In der Beschreibung zum Live-Event heißt es, Herr Müller nutzt auch Sentiment neben der Charttechnik. Auf welche Sentimentdaten gehst du denn da ein? Also was wir bei uns zum Beispiel haben, wir haben bei uns auch einmal täglich die Positionierung der Marktteilnehmer. Ist auch immer interessant, wie viele liegen richtig, wie viele liegen falsch. Aber wie machst du das denn? Hol uns da doch mal ab. Also das ist natürlich was, was man in seiner Trading-Welt, die man bei einem Broker sich oftmals aufbaut, gerne anschaut. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Man muss dazu jedoch sagen, in Deutschland gibt es 34 zugelassene CFD-Broker. Das heißt, um wirklich ein Sentiment sich anzuschauen über den CFD-Broker-Bereich beziehungsweise die Kunden, die dort handeln, müsste ich alle 34 mir durchschauen, mir da das Mittelsentiment bilden. Und auch dann habe ich kein Marktsentiment, sondern ich habe nur das Sentiment, was im CFD-Bereich, was wiederum nur ein kleiner Bereich des gesamten Marktes ist, weil es ja ein Handelsinstrument letzten Endes ist und nicht der Markt an sich, ja, um mir das anzuschauen. Ja, also das schaue ich mir mit einem Auge an, mit dem anderen weiß ich natürlich, beziehungsweise mit der einen Hirnhälfte weiß ich natürlich, und das steht auch bei einigen Brokern, nicht nur im Kleingedruckten, sondern in den Cookie-Vereinbarungen, wie viel Prozent der Trader Minus machen. Ja, also machen wir uns nichts vor oder mach du dir oder machen sie sich, je nachdem, wie sie sich angesprochen fühlen möchten, nichts vor. Ein Großteil der Trader verliert Geld. Es gibt aus England, aus Statistiken, die 90-90-90-Regel, hart formuliert, aber 90% der Trader verlieren in den ersten 90 Tagen, wenn sie anfangen damit, 90% ihres Kapitals. Und das liegt, denke ich, zu einem großen Teil daran, dass man unbedarft an die Sache rangeht. Für jede Sache, die man im Leben ausführt, braucht es irgendeine Erlaubnis. Also die legalen Dinge spreche ich jetzt an. Groß an Elon Musk nochmal. Autofahren. Ich brauche eine Fahrerlaubnis. Ich muss 20 Theoriestunden und 10 Praxisstunden halten, bevor ich alleine ein Kfz führen darf. Der Arzt braucht 5 Jahre Medizinstudium, bevor er einfach mal in den Mund gucken darf und sagen, da ist Karies. Ja, das sehe ich manchmal auf der Straße, dass jemand Karies mir gegenüber hat an der Hand. Aber ich darf es nicht sagen, ich bin kein Zahnarzt. Aber beim Trading kann man binnen Stunden ein Konto scharf schalten, teilweise mit Video, Ausweise reinhalten, Legitimierung, Kreditkarte, zack. Und man ist an den Märkten unterwegs mit den anderen Marktteilnehmern, die da wären, das habe ich ja schon hier angeführt, die ganzen Hedgefonds, Vermögensverwalter, Handelssysteme, die jahrelange Erfahrung haben. Also das wäre wie Fußballspielen, Kreisliga auf dem Bolzplatz gegen Ronaldo. Ja, also die Chancen kann sich jeder selber ausrechnen. Deswegen ist ja auch der Großauftrag von JFD, den Sie sich auf die Fahnen getragen haben, Research zu betreiben, was passiert am Markt. Es gibt verschiedene Webinare, Glossar, Experten stehen zur Seite, die regelmäßig dazu, also den einzelnen Underlines und zu den Märkten etwas erzählen und wo auch immer wieder das Risikomanagement erwähnt wird. Also solche Dinge sind einfach elementar letzten Endes und wichtig, um am Markt zu bestehen. Also insofern nicht einfach nur klicken, sondern wissen, was man klickt oder zumindest einen Plan haben, was man sich vorstellt. Der Plan. Was ist denn hier eigentlich los? Du hast ja schon wieder eine Long Order eröffnet, oder? Ah, nee, Quatsch, das ist der geschlossene Trade. Ah, da bewegt sich ja gar nichts. Genau, zu dem wollte ich noch was sagen. Jetzt habe ich mich etwas festgequatscht und hat ja diesen Spike gesehen oder diesen Peak. Es ging wieder zurück. Also insofern, den Markt hat sich so verhalten, wie sich der Markt einfach verhält. Er testet erstmal ein Niveau, unterschreitet es nochmal, man hätte sich nochmal neu positionieren können. Jetzt kam der Ausbruch in einer großen Kette und hier schaue ich auf die nächstgrößere Zeitebene, das ist für mich der 15-Minuten-Chart, wie weit könnte dieser Ausbruch gehen. Jetzt bei 30 long zu gehen mit Ziel 40, weil das wäre die Begrenzung des Vorvortages, ist für mich zu wenig Strecke einfach. Insofern kein Long Trade. Ich kann nochmal auf den Trade eingehen. Den habe ich mittlerweile auch geschafft, bei MetaTrader einzublenden. Und möchte dazu noch zwei, drei
Takte sagen. Auf den ersten Blick wird wahrscheinlich jeder, der sich jetzt erst reinschaltet und denkt, Mensch, wie viel hunderte, tausende Euros wurden denn heute verdient im Live-Trading-Event? Was, 20 Euro? Puh, da schalte ich wieder weg. Bleiben Sie dabei, ich erkläre es ganz kurz. A, haben wir natürlich hier auch einen gewissen Bildungsanspruch in dem Webinar. Das heißt, ich werde hier nicht mit Tausenden von Euros den Markt kegeln und versuchen, hier mein täglich Brot zu verdienen, sondern ich möchte einfach etwas herleiten und euch mitgeben und zeigen. Deswegen B, Worte, Live-Trading, ja, kein Demo, kein doppelter Boden und Netz, sondern mit einem CFD-Wort das Ganze gehandelt und letzten Endes schaue ich nicht auf den Gewinn an sich, das klingt erstmal kurios, sondern ich schaue auf die Punkte. Das werde ich auch gleich auflösen und habe dazu hier eine kleine Excel-Tabelle vorbereitet. Man muss sich natürlich seine Ziele definieren. Und wenn das Ziel sein sollte, im Jahr neben dem Beruf meinetwegen oder neben dem Studium oder neben was auch immer, 12.000 Euro zu verdienen, um den Urlaub mit der Familie zu ermöglichen, um vielleicht eine Sonderzahlung beim Hausbau an die Bank zu leisten oder um einfach mal ein neues Auto anzuzahlen oder whatever, dann kann man das Ganze runterbrechen auf ein monatliches Ziel. Also ich definiere das mal hier als Ziel im Trading, damit das für denjenigen, der später zuschaltet, auch gleich sichtbar wird, was ich damit meine. Wenn ich die Ziele im Trading also monetarisieren möchte, fange ich mit dem Oberziel an, wie beim Trading im Chart. Erst die großen Zeitrahmen, das wäre für mich das Jahr. Daraus leitet sich natürlich durch 12 ab, was man monatlich erreichen möchte, nicht muss, bitte kein Druck erzeugen, sondern erreichen möchte. Und das Ganze wird dann täglich runtergebrochen. Und dann sind das nämlich Zahlen, bei 20 Handelstagen, falls die Frage kommt, sind das 50 Euro. Dann sind das Zahlen, die letzten Endes realistisch und vor allem greifbar sind. Also es ist in etwa so, wenn man an starkem Übergewicht leidet im Dezember und sich vornimmt, ab nächstes Jahr melde ich mich im Fitnessstudio an und ich schleppe mich dann mit 135 Kilo ohne Arthrose wirklich ins McFit als Beispiel und merke nach der zweiten Januarwoche, das Gewicht purzelt nicht, obwohl ich auf dem Fahrrad saß und auf dem Stepper und alle möglichen Übungen durchgemacht habe. Und man gibt einfach auf, weil das Ziel einfach zu groß ist, dann wieder zum Idealgewicht zu kommen in zu kurzer Zeit. Und das demotiviert, das wirft einen aus dem Game heraus letzten Endes und deswegen bin ich ein Freund davon, große Ziele möglichst klein herunterzubrechen. Also selbst eine Urlaubsfahrt an die italienische Riviera oder so, da sage ich nicht, oh Gott, 1800 Kilometer, wir kommen ja nie an, ja, die Kinder hinten drinnen schon total genervt. Nein, ich breche das runter und sage, wir fahren als erstes los in Berlin nach München, das sind 4-5 Stunden, besuchen den Chris und seine Kids, gehen dann nochmal auf den Spielplatz, machen Halt, da freuen sich die Kinder. Dann ist die nächste Etappe geplant. Ich fahre nochmal ein Stück weiter bis zur Grenze. Dort gucken wir uns einen Zöllner an, verstecken vielleicht ein bisschen Mehl in der Silberfolie hinten in der Ablage, um zu gucken, ob die auch aufmerksam sind. Was auch immer, also ein paar kleine Highlights einbauen. War nur ein Spaß jetzt, macht das eben nach. Wir sind ja alle 18 und das soll ja auch Spaß machen, das Finanzthema, nicht immer nur so trocken. Also ich komme zu einem ganz, ganz kleinen Ziel und das sind 50. Ich habe es jetzt hier als Euro spezifiziert. Selbst wenn man das so lässt, 50 Euro und man sieht, dass während unserem Talk heute Morgen die 20 Euro mit einem CFD durchgespielt wurden am Markt, dann wären es noch mal zwei solche Trades oder vielleicht drei, wenn einer auch in den Stop-Loss läuft und dann wäre das Tagesziel schon erreicht. Wohlgemerkt mit einem CFD, wenn ich jetzt das Ganze auf, das ist zum Beispiel das Geld und das ist CFDs, die ich brauche, ja, und das Ganze habe ich mit einem CFD erzielt, dieses Ergebnis, und mache hier 5 CFDs drauf, ja. So, dann wären das ja letzten Endes bei 5 CFDs nur 10 Punkte, die man braucht, um das Ziel zu erreichen. Ja? Und das dann mal 20, das sind dann 20 Punkte. Und so baut man sich das Ganze dann auf im täglichen To-Doing. Also blendet das Geld aus, nehmt Punkte, das macht das Ganze viel, viel einfacher. Bei einem CFD, ich tue das jetzt nochmal ausformulieren, für die, die später zuschalten, sind das 50 Punkte und dann sind das logischerweise 1.000 Punkte, was erstmal viel klingt. Ja. Aber
aber letzten Endes machbar ist, denn man kann ja hier auch von der Hebelwirkung partizipieren und durchaus die CFDs auch mit Komma stellen. Also gerade für den Währungsbereich ist es sehr, sehr spannend, hier 0, im Euro ist Dollar zu handeln und nicht gleich mit einem oder zwei zu beginnen, denn hier ist natürlich ein ganz anderer Hebel, der unterliegt. Das heißt, wenn wir jetzt immer mit 5 CFDs handeln würden, würden für einen Tag 10 Punkte summa summarum genügen. Also das heißt vielleicht 5 mal 5 im Gewinn und dann macht man auch nochmal 3 mal 5 im Verlust. Das ist noch ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis und eine gute Trefferquote und kommt im Schnitt, das sind alle Schnittwerte, auf 10 Punkte, die man am Tag sich aus dem Markt herausschneiden muss. Ganz egal, ob DAX, Dow Jones, das summiere ich jetzt einfach mal und kommt dann auf seine monatlichen 200, wenn man das hochrechnet und letzten Endes auf die 1.000 Euro, wenn das auf monetäre Basis wieder zurückgedreht wird, die man noch nebenbei auch zur Verfügung hat für sein Haushaltsbudget oder was auch immer. So würde ich mir das Ganze runterbrechen. Man kann das dann auch nochmal einzeichnen in einer Grafik. Also wenn ich jetzt das ganz oldschool, was hier Windows alles zu bieten hat, das ist ja der Wahnsinn. Oldschool, aber du kennst dich gut damit aus, offenbar, ne? Mit Windows, ja. Ich muss wegen einiger Systeme, die ich nutze, auch immer mit Windows arbeiten. Insofern kenne ich mich einigermaßen aus. Also wenn wir hier zum Beispiel sagen, das ist der Zeitablauf, ja, also ein Jahr, wo wir das Ganze analysieren und das hier unten ist dann das Budget oder Money auch hochgerechnet auf diese 12.000 Euro, die wir im Jahr haben möchten, ja, dann kann ich mir hier so eine Linie einzeichnen und weiß jederzeit, dass wir, wenn wir im Juni einen Kassensturz machen, das ist dieselbe Farbe, aber ihr wisst, was ich meine, wenn wir jetzt im Juni einen Kassensturz machen, dann müssten hier rechnerisch 6.000 Euro sein im Juni eines Jahres. So, wenn ich aber, jetzt nehme ich mal hier so einen Pinsel, wenn ich jeden Tag meine Position abtrage, wie sie sich entwickelt im Zeitablauf, deswegen geht es auf der Achse immer weiter nach oben, und bin immer in etwa auf der Linie, dann bin ich bei meinem Ziel sehr, sehr realistisch gewesen. Wenn es aber letzten Endes in Richtung Jahresende dann kaum noch einen Zuwachs gibt, wir müssen hoch, es gibt keinen Zuwachs mehr, also das Jahr nimmt zu und Money bleibt immer gleich auf dem Konto, dann weiß ich, funktioniert nicht ganz so gut. Meine Ziele funktionieren nicht. Ich erreiche sie nicht. Warum erreiche ich sie nicht? Und man kann sich selber reflektieren anhand seiner Trading-Ergebnisse und nochmal sein Setup überprüfen. Vielleicht funktioniert das Setup nicht. Vielleicht hat sich der Markt geändert. Es ist kein Trendmarkt mehr vorhanden. Und ich habe vorrangig Trendmärkte, Ausbruchshandel betrieben. Ja, all diese Hinterfragungen sind einfach notwendig, um den Trader letzten Endes wieder auf die Spur zu bringen und an die Ergebnisse heranzuführen, die er sich geplant hat. Denn das ist ja das Ziel, dass man realistisch plant. Und realistisch planen heißt auch, greifbare Ziele zu haben. Nicht dieses, höre ich manchmal in Seminaren, ich möchte reich werden an der Börse. Das ist kein greifbares und realistisches Ziel. Für den einen sind 10.000 Euro viel, viel Geld und er fühlt sich reich, wenn er vielleicht in einer Wellblechhütte in Bangladesch aufgewachsen ist, für den anderen, der in München Straubing wohnt, ist 1 Million nichts einfach. Ja? Also deswegen muss man das immer vor seinem persönlichen Background, vor seinem sozialen Umfeld und so weiter sehen, aber auch definieren. Also ich möchte reich werden, Ziel streichen und ersetzen durch, ich möchte in 10 Jahren 120.000 Euro an der Börse neben meinem Job verdient haben und ein Haus anzahlen, beispielsweise wenn man ein sehr junger Mensch ist. Und das sind dann auf das Jahr gerechnet eben diese 12.000, monatlich 1.000, täglich 50, die man mit den Punktegrößen im Trading durchaus erreichen kann. Dann wird es auch realistisch und dann macht Trading auch Sinn und Spaß. Na, das ist ja, hast du ja mal schön edukativ hier rübergebracht, wie es so schön heißt an der Stelle. Also definitiv ein Punkt, geht es auch wieder hier, plane deinen Trade und trade deinen Plan. Ja, das ist ja genau das, wo viele verwechseln, wie so ein Dschungelkampf. Ja, wir gehen jetzt mal rein und machen hier schön Gambling, also rumzocken. Dann ist man im Casino teilweise tatsächlich besser aufgehoben, weil eben viele das Ganze ein bisschen verwechseln, eben mit dem Kick kurz schnell viel Geld zu verdienen. Das ist tatsächlich dann immer so, weil es da
schon an der Planung auch fehlt. Und schnell reich werden ist natürlich auch eine Illusion, die marketingtechnisch viele Broker auch raushauen. Ja, wenn da die Kontostände 110.000, 115.000, 130.000 im Sekundentakt irgendwie durchlaufen, das ist natürlich alles ganz schick, aber fern der Realität. Ja, es ist auch ein anspruchsvoller, sag ich mal, Beruf. Also wenn man hauptsächlich, sage ich mal, im Bereich einer Vermögensverwaltung oder Asset Management oder wie auch immer, tatsächlich hier vom Traden lebt, beziehungsweise auch Gelder verwaltet, dann ist das wirklich eine Riesenkompetition, also Riesenkampf jeden Tag, immer aufs Neue, und man muss sich immer mit dem Markt messen, und das ist eben kein Spielchen, weil man hat die Gegner, die du auch vorhin in deinem Slide gezeigt hast, Banken, Hedgefonds, algorithmische Systeme, Hochfrequenzsysteme, die sind einfach da, ja, und da kann man sich auch nicht da mal vor verstecken. Und wie du aber auch sagst, man kann mit kleinen Orders, und auch der CFD bei uns ist ja in den Cent-Bereich stückelbar, also 0,1, also das ist der Micro-CFD sozusagen. Also man kann ja auch mit ganz feinen Justierungen am Markt agieren und sich sozusagen positionieren und muss jetzt auch nicht gleich ein 50.000 Dollar oder Euro-Konto riskieren, wie es eben beim Future-Handel dann doch notwendig ist. Hat der CFD dann hier dann auch tatsächlich Skalierungsvorteile an der Stelle? Also da ist es tatsächlich so, dass man hier immer wieder das ganze Paket sehen muss und aber auch wissen muss, dass es natürlich hier neben einem guten Plan auch einem klaren Vorgehen am Markt bedarf, um hier eben auch dann seine Pips oder Punkte zu ziehen. Ja? Weil, wie gesagt, jeder würde gerne immer wieder Geld verdienen und das möglichst ohne Aufwand, aber ganz so einfach ist es nicht. Ja? Obwohl wir natürlich oder algorithmische Systeme einem hier helfen, da verweise ich nochmal auf das Mio Trading. Es gibt ja natürlich da auch substanzielle Systeme, aber auch hier keine Systeme, die 100% im Monat versprechen. Ja, auch hier ist ein gewisser Realismus ganz, ganz wichtig, ohne dass man da übers Ziel hinausschießt, muss man ganz klar sagen, das sind Werte, wo man ja realistisch bleiben muss. Genau, Andi zeigt gerade die Systeme, das ist das erste Paket im Rahmen von den Top 10, die wir so haben, aber da kommen, wie gesagt, noch weitere Systeme dazu, die auch hier und da noch einen kleinen Kickoff haben im Rahmen des Renditeanspruchs. Und da, wie gesagt, wer Interesse hat, auch unseren Support gerne mal anschreiben. Dazu haben wir auch noch andere passive Investmentmöglichkeiten über unsere Vermögensverwaltung. Also da wird auch in den kommenden Wochen und Monaten schon noch viel von uns auch an der Seite rausgegeben, um auch dem Trader hier einen Vorteil im Rahmen, und das sage ich immer wieder, der Diversifikation. Ja, es ist wichtig, da auch breiter gestreut zu sein. Und Andreas handelt ja auch nicht nur einen Markt. Aber was macht denn eigentlich der DAX, Andreas? Ist der eigentlich hier in einem weiteren... Da ist nicht viel passiert. Ich würde aber, damit nicht der Vorwurf kommt, hier passiert ja nichts. Ach Quatsch, du erst. Es passiert ja reichlich, wie gesagt, das mit dem Einwurf. Also es ist ja nicht so, dass jetzt der Andreas hier von mir einen Fahrplan bekommen hat, was er jetzt hier zu tun hat, sondern du hast hier einen gesunden Mix aus tatsächlicher Praxis, Erfahrungsskills, auch noch hier edukativ im Rahmen des Plans, den man braucht. Also ich sage mal, ein wirkliches gutes Rundumpaket. Also ich denke, da hat sich keiner zu beschweren, um Gottes Willen. Aber fahr mal fort, was du gerade für eine Einschätzung hast. Genau, also ich bin jetzt hier quasi nochmal Markt Short gegangen, und zwar diese Kerze hat es nicht geschafft, beziehungsweise die Folgekerze an die Vortageshoch oder vor zwei Tagen hoch anzuknüpfen. Insofern war es mir an dem Punkt ja nicht mehr ausreichend genug Puffer von der Strecke her, um hier long zu gehen, also bei 30 long zu gehen bis Ziel 40. Wäre mir zu wenig gewesen. Was man aber traden könnte, dann wäre natürlich auch die umgekehrte Perspektive. Das heißt, man geht short in dem Bereich und setzt den Stopp auf dieses Hoch. Das habe ich jetzt gerade getan. Auch an den Kollegen vorhin nochmal einen schönen Gruß, gleich mit Stop-Loss versehen, richtigerweise. Und möchte, weil man natürlich den Markt auch nicht die ganze Zeit beobachten und sozusagen inspizieren muss, der Markt, der verändert sich ohne unser Zutun. Wir müssen also nicht auf den Markt schauen die ganze Zeit, noch was zum Thema Rendite sagen. Also das ist auch immer so eine Frage, welche Rendite ist denn realistisch im Trading, wo manchmal sehr, sehr hohe Zahlen über den Tisch geworfen werden, wo gesagt wird, ja, alles unter 100% im Monat ist ja wischiwaschi, halte ich für sehr gefährlich, weil hohe Rendite lässt sich im Grunde genommen auch nur mit einem hohen Risiko einspielen. Ja. Daran scheitern auch sehr, sehr viele Hedgefonds, die letzten Endes alles auf eine Karte setzen, die sich in Unternehmen regelrecht einkaufen, um dort präsent zu sein und darauf setzen, dass die Unternehmensbewertung in die eine oder andere Richtung ausbricht. Und dann passiert es nicht, dann ist der Hedgefonds sehr, sehr schnell Geschichte mit Finanzierung und Hebelwirkung. Um diese Frage zu beantworten, welche Rendite realistisch ist, auch für uns als Trader, kann man sich einmal die langfristigen Renditekennzahlen von Asset-Klassen anschauen. Und
Da erstaunt es sehr und erdet auch viele, wenn man sieht, dass über 40 Jahre insgesamt, also 1975 bis 2014, 15, MSCI World Index, der MSCI World Index, die größten Aktien der Welt in einem Korb im Durchschnitt 7,4% gebracht haben. Staatsanleihen im Durchschnitt noch 4,3%. Die Zahlen sind aber natürlich durch die Hochzinsphase gelaufen. Also wenn man jetzt 2016 und die Negativzinsen so alles jetzt mal noch mit einrechnen würde, wäre der langjährige Durchschnitt auch geringer. Globale Immobilienaktien, nicht Immobilien, nicht verwechseln, sondern Immobilienaktien sind besser gelaufen als Aktien, weil natürlich die Weltbevölkerung sich alle paar Jahre um eine Milliarde nochmal Wachstum ergänzt und der Platz wird immer kleiner auf unserem Planeten, das wird man nicht vergessen. Natürlich auch ein Grund für Wanderungen innerhalb des Globus, die, denke ich, auch noch zunehmen werden, aber das ist ein ganz anderes Thema. Rohstofffutures, was immer wieder gehypt wird, kauft Rohstoffe, die sind endlich, ja, aber der Mensch findet immer wieder neue Wege, diese zu ersetzen. Also selbst wenn Öl und Gas alle sein sollte in 40, 50 Jahren, dann wird, denke ich, der Mensch bis dahin Technologien entwickelt haben, alles solarbetrieben oder wie auch immer in die Fortbewegungsmittel eingebaut zu haben, sodass wir das nicht unbedingt brauchen. Also ich halte nichts von langfristigen Rohstoffinvestments und ich halte auch nichts von langfristigen Goldinvestments. Da stoße ich vielleicht den einen oder anderen vor den Kopf. Es hat aber die letzten Jahre gezeigt, dass Gold keine Krisenwährung mehr ist, dass Gold einem inneren Wert zugeschrieben wird, den die Anleger hineininterpretieren. Also mein Uroma, Gott hat sie selig, hat zu mir mal gesagt, sie dachte auch, Gold wäre sicher, aber in der größten Armut 1945, es gab nichts zu essen, hat sie ihre Eheringe für einen Laib Brot hergegeben. Also das ist natürlich auch immer abhängig davon, was Menschen, Anleger einem Edelmetall, deswegen heißt es Edelmetall, zuschreiben. Ja? Und die industrielle Verwendung für Gold ist jetzt nicht so hoch, dass man sagt, das fängt die Industrie wieder auf. Also wenn irgendwann die Inder sagen, sie schenken zur Hochzeit nicht mehr massive Goldschmuck, Accessoires, sondern vielleicht nur noch heilige Kühe, ja, dann ist eine Kuh mehr wert als Gold letzten Endes. Aber das ist auch wie alle anderen Dinge, die ich hier zum Besten gebe, nur meine persönliche Meinung. Und das ist natürlich die Hardcore-Auswertung aus dem Markt. Also Gold wird 40 Jahre oder hat in den letzten 40 Jahren in etwa eine Performance erzielt, die auf Höhe der Inflationsrate liegt. Und deswegen kommt man um, hier ist das Wort Aktien darin enthalten und das sind auch Aktien, um Aktien in der langfristigen Vorsorge nicht umhin. Was diese Tabelle auch für unser Daytrading aussagt, ist, was sind realistische Renditen? Also wenn Sie ein Jahr durchgehandelt haben und haben dann beispielsweise diese 12.000 erreicht im Jahr, ja, dann sollten diese 12.000, wenn Sie weniger als 8% des eingesetzten Kapitals quasi bedeuten, dann wäre es rein betriebswirtschaftlich spannender, das Geld in einen passiven ETF zu stecken und sich die 7 oder 8% auf lange Sicht gerechnet natürlich mitzunehmen, als jeden Tag vor dem Monitor zu sitzen und am Jahresende auch nur 8% zu erreichen. Also das Daytrading, die Daytrading-Performance oder Trading-Performance allgemein sollte am Jahresende im Vergleich zum passiven Investment natürlich höher liegen, wobei Renditen von 20%, 25% und da komme ich jetzt wieder auf die ursprüngliche Intention, weil Chris das mal zeigen wollte. Also das ist nicht wenig, das ist richtig viel, wenn man im Jahr 13 oder 23% generiert mit einer Geldanlage. Da sollten Sie Ihren Hut ziehen und nicht den Anspruch haben, jeden Monat dies erreichen zu wollen, sondern das ist eine Jahresperformance. Die Monatsperformance ist schon hier und auch die sind super. Das wollte ich nur noch einmal hervorholen. Da hast du den Stab richtig gebrochen und Rendite hier, da habe ich auch gleich Statement, weil ich generell goldbullisch ausgerichtet bin. Da gebe ich dir recht, Gold, das ist ja auch der große Vorwurf, wirft ja auch keine Zinsen ab, ja. Also hier der Zinseszinseffekt ist bei Gold nicht gegeben. Dennoch trotzdem eine interessante Portfolio-Beimischung, weil natürlich 75, da hatten wir ja die Ölkrise und da hatten wir auch einen riesen Abverkauf dann und einen riesen Seitwärtsmarkt beim Goldpreis. Wie bei jedem Anlageinvestment-Vehikel ist es wichtig, und da gehst du mit mir garantiert konform, den Chart, die Massenpsychologie anzuschauen, ja, und sowohl Aktien, die letzten 9 Jahre buchstäblich durch die Decke gegangen sind, wir jetzt Millionen Bewertungen haben bei den Tech-Aktien in den USA, und jeder, der Aktien gekauft hat in den letzten 7,
acht, neun Jahren sagt, es gibt nichts Besseres. Aber ich denke, es wird so kommen, wie es immer kam in der Geschichte. Es wird auch mal wieder eine gesunde Korrektur geben. Und da gilt es natürlich hier auch gerade mit einem Auge drauf zu schauen, die Marktphasen sowohl beim Gold als auch beim Aktienmarkt oder eben auch am Anleihemarkt richtig abzupassen. Und da gibt uns eben der Blick auf den Chart tatsächlich ein Instrument an die Hand, was von vielen auch verteufelt wird, nach dem Motto, Charttechnik funktioniert nicht. Am Ende ist es das, was man daraus macht, und ein gesunder Mix von fundamentalen Kenntnissen, auch dem Blick über den Tellerrand, ja, einfach auch, ich sag mal, das machst du ja auch in feinster Art und Weise mit dem Research zum Bitcoin zum Beispiel oder zur Kryptoschwäche, ja, dass man einfach sich da informiert, am Ball bleibt. Und wenn man das natürlich dann alles im Rahmen des fundamentalen Wissens und auch meinetwegen Kursgewinnkennzahlen, Dividendenrenditen jetzt auf Aktien bezogen, ja, aber wenn man das noch mit dem Chart, mit der Massenpsychologie abgleicht, ja, wie ist Angebot, Nachfrage, Panik, Gier, Angst, was herrscht vor? Und das symbolisiert uns tatsächlich der Chart in eindrucksvoller Weise und gibt uns auch hier eben im Rahmen des Risk- und Money Managements eine sehr, sehr feine Möglichkeit, hier an den Marktbewegungen zu partizipieren, um eben auch nicht, wie viele Anleger es ja auch heute noch gibt, die Telekom 99 2000 gekauft haben zu 100 Euro. Ja, also ehe die wieder 100 Euro erreichen wird, da muss man schon das Ganze an Generationen vererben, wahrscheinlich, und da berücksichtigen wir noch nicht mal die Inflation. Also das ist tatsächlich was, wo man hier eben auch immer mit dem, ich sag mal, Trading oder auch das Wissen um die technische Analyse ist auch im langfristigen Universum doch schon sehr, sehr wichtig. Ich gebe da nur mal den Stichwort. Ist es Amazon? Aber schaut euch mal den Amazon-Chart an. Der ist schon parabolisch in einem 90-Grad-Winkel. Das sieht ähnlich dem Bitcoin aus vom letzten Jahr. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wohin die Kurse da noch gehen, aber es ist schon alles ganz schön heiß, wenn ich mir die Aktienmärkte angucke. Das Und stimmt. da bin ich sehr gespannt, wie das in den nächsten 2, 3 Jahren. Ich meine, Zinsanhebungen in den USA, es schwelgt schon alles, und auch die ganzen Strafzölle, das wird sich mittelfristig alles auswirken, wo ich sage, also ich will jetzt hier nicht den Rezessionsanker oder den Dr. Doom spielen. Bin ich weit weg von. Aber ich wäre eher vorsichtig, hier auf so eine Bresche zu springen, nach dem Motto, jetzt alles in Aktien, obgleich die können auch noch 3, 4 Jahre weiter steigen. Wer weiß das schon? Und da orientieren wir uns Das an dem kommt, weil solange es keine Alternativen gibt, renditemäßig, kann Absolut. das auch weitergehen, klar. Absolut, absolut. Und ich meine, der Chart wird uns hier schon Warnsignale aussenden. Und was hast du hier den Das stimmt. Weekly Chart vom Goldpreis gerade mal aufgezogen? Ja, ich wollte nur mal ganz kurz noch mal ins Gedächtnis rufen, wo wir auch schon mal standen, 2011, und dass wir jetzt auf dem Tief quasi von Juni 2013 Seitwärts. ungefähr sind. Das heißt, seitdem ist für Goldanleger nicht viel passiert. Und wer wirklich Interesse an Gold hat, möchte niemanden Gold ausreden. Ich habe nur gesagt, für mich ist es nichts. Der sollte auf alle Fälle Instrumente wählen, die nicht dem Zeitwertverfall quasi Buße tragen. Also wer mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit Laufzeiten auf Gold spekuliert oder auch mit CFDs, auch das muss man offen sagen, ist kein Anlagevehikel über Jahre, denn man hat hier durchaus auch Jetzt Finanzierungskosten. kommt ein kleiner, aber wichtiger Punkt. Ihr seht es oben auch hier in dem Chartfenster, da steht der XAUUSD. Das ist das Währungssymbol für den Goldpreis, genau wie XAG, also XAG für Silber. Und das heißt nichts anderes, als dass wir hier nicht den CFD als solchen handeln, sondern den Interbanken-Spotpreis. Also das Währungssymbol wird bei uns ähnlich wie Euro-Dollar, US-Dollar-Yen. Hier, also Gold in dem Fall, wird jetzt hier XAU-US-Dollar sozusagen gespiegelt. Und in diesem Fall gibt es sogar einen positiven Swap, wenn man Gold short tradet. Also Swap ist die Zinsberechnungsquote, also Swap-Gebühren, Rollover-Kosten praktisch, was die Banken beziehungsweise was auch die entsprechenden Währungsleitzinsen ausgeben, um eben hier, sage ich mal, Finanzierungsgebühren auf Sicht der Anbieter darzustellen. Und da ist es so, dass der Goldpreis bei JFD neben dem Core Spread, also sie handeln hier die Unze, die ist jetzt hier bei 1000, wo sind wir da jetzt gerade, 1195, 1200, ich glaube der Chart, der da unten ist es, die rote Linie ist 1200, 1195, handelt es hier mit 15, 10, 15, 20 Cent Spread gerade mal. Und da ist natürlich der Punkt, dass wenn ihr das Ding short tradet, gibt es auch hier zum Beispiel positive Finanzierungsgebühren, einen positiven Rollover. Das heißt, man hat eine Zinsgutschrift, ja. Entgegen, wenn ihr den Long tradet, den Goldpreis gegen den Dollar, dann müsst ihr zahlen. Und dann kann es auch Geld kosten. Ganz exorbitant ist das auch bei der türkischen Lira zum Beispiel, wo wir hier enorme Leitzinsunterschiede haben. Das sind die Finanzierungsgebühren, auch die Swap-Kosten sozusagen, enorm. Aber ja, wir haben hier wirklich einen sich eskalierenden Abwärtstrend gehabt. Den konnte ich auch zweimal schön short reiten. Im Rahmen der Offenlegung, das wird der eine oder andere wissen, bin ich noch in dem Long Trade drin, der unter dem letzten Tief jetzt allerdings
also bei 1183 abgesichert ist, mit einem minimalen Risiko. Meine Spekulation ist eine Erholung, obgleich sich der Goldpreis dieser Tage ja jetzt doch schon schwierig zeigt. Aber wie es so schön ist im Trading, wenn der jetzt weiter runterläuft, dann nimmt man die Fahrkarte entgegen. Der Stop ist eh schon nachgezogen auf nur noch 0,2% Risiko, also überhaupt kein Problem. Und wenn er nach oben abgeht, dann bin ich dabei. Take Profit ist das Ziel von 1230 rund gewesen, aber da sind wir jetzt ein Stück weit weg. Warten wir mal die nächsten Tage ab. Aber insofern hier auf eine spekulative Erholungsbewegung mal kurzfristiger Natur gesetzt. Aber das nochmal, um abzugreifen, dass natürlich gerade Gold langfristig seit 2013 physisch jetzt kein Geld gebracht hat, unter Spekulationsgesichtspunkten auch immer nur 50 Dollar hoch, 60 Dollar runter, auch nicht so wirklich die Riesennummer. Ja, Aber die da kann man damit. nur einfahren. Also wenn ich mir jetzt hier in den Tageschart die aktuellen Abwärtstrends einzeichne und dann wieder in den 4-Stunden-Chart vielleicht gehe, das Ganze nochmal ein bisschen einjustiere, dass es auch nach einer Linie aussieht und nicht nach einer wahllos verlängerten. Naja, dann könnte man ja durchaus sagen, okay, um die 1190, 92 wird sich das Ganze stabilisieren. Für mich wäre es aber erst ein Ausbruch, wenn ich hier ein Trend Absolut. sehen, wenn wir wirklich hier mal drüber kommen, Richtig. dann macht das für mich Spaß. Genau, also das, wie gesagt, also da hast du aber ja, wie gesagt, neben dem Euro, neben den DAX, neben Dow, du guckst ja, wie gesagt, auch auf verschiedene Märkte, allerdings die Top-Underlyings. Man muss auch hier sagen, natürlich die beliebtesten ja, Trading-Vehikel, das ist ganz klar der DAX, dann kommt Euro-Dollar, dann kommt Dow Jones, Gold dann so ein Stück weit dahinter und die Kryptos, die kommen so nach und nach oben. Ja, also das ist, du hast da einfach große Bewegung bei den Kryptos und die werden ja immer vom Trading-Markt auch mehr und mehr wahrgenommen, neben dem. Ja, ich sag mal, neben der Anhängerschaft, die sozusagen hier die Kryptos ohnehin favorisiert, bleiben das auch sicherlich interessante Trading-Vehikel. Okay, jetzt back to the market. Jetzt Daxle kommt wieder ein Stück weit hoch, sehe ich gerade. Aber da auch hast du klares Risiko-Money-Management und schaust einfach mal, wie er sich denn hier sozusagen raushaut, beziehungsweise wie er sich hier noch darstellt. Genau, also mein Stop ist auf der Linie, kann man sich jetzt streiten, ob er noch einen Punkt zugibt oder nicht. Ja, aber in etwa bei 12.041, das Xetra-Hoch vom 10. September. Und das Gap, wer hier jeden Tag denkt, er kann, hat einmal Gap Trading gehört und kann dann jeden Tag einfach sich das Gap früh einmalen, wie wir es getan haben. Und dann zack, die Order rein wird schon geschlossen werden, dem sei gesagt. Gap Trading ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit von, ich habe meine statistische Auswertung gepostet, muss ich gerne raussuchen, kann ich nachreichen, aus den USA, wo es 80% der Gaps innerhalb des ersten Tages und ich glaube 90% innerhalb der ersten Handelswoche geschlossen werden, in Dow Jones und Nasdaq. Aber es ist natürlich keine Garantie, dass das jeden Tag geschieht. Und so ein Gap kann natürlich auch viel, viel später geschlossen werden. Also es gibt Tage, da braucht der Markt entsprechend länger, um ein Gap zu schließen. Und es gibt Tage, da wird es sofort nach Handelseröffnung geschlossen. Und das sollte man einfach im Hintergrund behalten. Ich habe dazu auch einen Slide noch aus einer Präsentation, wo ich das mal näher analysiert hatte mit dem Gap, wie lange sowas dauern kann. Ich scroll mal kurz durch, ob ich es jetzt auf einen Hieb finde. Genau, hier habe ich zum Beispiel einen Handelstag, wo die Gap-Strategie, wo das Gap kleiner wurde, also wir sind eingetaucht, wieder zurück. Wer hier auf dem Tageshoch, was ich dann immer gerne empfehle, bei so engen Ranges seinen Stop hatte, der war noch im Markt. Es ging wieder ein Stück ins Gap rein. Also dieses Gap, die Grafik vom Gap wird quasi immer kleiner bis zum Nachmittag hin. Und erst dann wurde das Gap geschlossen mit drei zügigen Kerzen bis zum Handelsende. Also wenn dann wirklich die Marktakteure in das Gap hinein tauchen, dann wird es auch relativ schnell geschlossen. Das war heute nicht der Fall. Wir sind gleich beim Stopp. Dann ist es so, muss man nicht traurig sein, auch nicht gleich eine Order nachschieben oder frustriert oder was auch immer. Das gehört zum Trading dazu, ist völlig in Ordnung. Ich erkläre noch mal ganz kurz, warum so eine Gap-Strategie funktioniert in so vielen Fällen und was da mental einfach eine Rolle spielt. Die Sache ist die, dass die Marktteilnehmer, die größeren, was ich schon am Anfang andeutete, die es ja gibt in den Märkten, ihre Bewertung immer zu Schlusskursen vornehmen. Das heißt, dieser letzte Kurs in der Grafik ist quasi der Kurs, der im Buch steht. Ja, also derjenige, der long ist am Folgetag, der wird sich am Morgen im Vergleich zu seinem Buchwert über ein Plus
freuen können. Wir subsumieren mal, dass er irgendwo auch auf dem Level eingestiegen ist und keine Altlasten mit sich rumschleift. So, das heißt, er freut sich über Gewinne. Wird das Gap angegriffen und immer kleiner, dann schwinden auch die Gewinne. Das heißt, derjenige, der hier eine Bewertung in seinen Büchern hat, wird rein mental immer schwächer und vermutlich seine Position und die letzten Gewinne retten und die Position veräußern. Das führt dazu, dass die Bewegung noch stärker ist. Andersrum, diejenigen, die in der Position Short in ihren Büchern haben, werden hier ein Minus in den Büchern vollziehen und sind natürlich geneigt, sobald das Minus kleiner wird, aus der Position auszusteigen oder gar noch zuzukaufen, um einen anderen Mittelwert zu erreichen und werden dann auch, wenn sie die Position auflösen, hier für Volumen sorgen. Insofern beide Marktakteure aus dem Vortag wirken sich auf das Gap des aktuellen Tages aus und das nehme ich einfach für Gap Trading mit und wer weiß, ob das Gap heute noch geschlossen wird. Ich werde auf alle Fälle unter 11.980 aufmerksam schauen. Nun ist das Gap heute nicht so hoch. Also wenn das Gap natürlich 30, 40, 50 Punkte beträgt, dann hat es eine größere Anziehungskraft, als wenn es nur 10 Punkte oder wie viel wir jetzt noch offen haben sind. Aber man sollte das Gap auf alle Fälle sich anschauen. Anschauen sollte man sich auch den DAX. Er hat dieses Xetra hoch gerissen. Hier gilt dasselbe wie im Minutenchart vorhin. Das heißt, es sollte kurz drüber gehen, nochmal korrigieren und dann kann sich der geneigte Trader, der auf einen Ausbruch setzt und vielleicht davon ausgeht, dass der Markt nicht nur dieses Xetra hoch erreicht, sondern noch mehr Dynamik aufweist, sich die nächsten Ziele im Stundenchart arbeiten. Die wären dann bei 12.070 ungefähr und darüber hinaus bei 12.090. Das sind dann diese Spitzen aus dem 6. September, aus der Woche 5. 6. September. So würde ich im Trading-Tag jetzt quasi weiter voranschreiten. Absolut. Bist du noch da? Natürlich. Ja. Sehr gut. Auch ich lausche weiter deinem Gesang, obgleich wir jetzt hier die guten anderthalb Stunden voll haben. Und ich muss sagen, schade eigentlich. Wir hätten natürlich hier das Ganze noch mit einem zweiten Take-Profit versüßen können. Aber das zeigt auch wieder die Realität des Marktes, ja, dass es eben auch andere Lösungen gibt. Und hier kann man nur wieder appellieren. Wichtig an der Stelle, sich mit dem entsprechenden Risiko zu versehen. Und auch hier nochmal ein Gimmick aus der Erfahrung, sage ich nur mal zu gern. Also die erfolgreichsten Händler bei uns handeln hier mit positiven Pyramiden. Das heißt, hier werden Positionen in dem Gewinn aufgebaut. Ist nicht jedermanns Taktik, aber zumindest ist das ein sehr erfolgreicher Ansatz, der auch nicht immer leicht durchzuhalten ist. Aber das ist einfach so. Und was ich jetzt damit sagen will, ist, viele Kleinanleger machen den Fehler, negative Pyramiden zu bauen. Das heißt, sie kaufen jetzt in dem Verlust immer nach und setzen keinen Stopp. Ja, was jetzt hier beim Andreas, der hatte klare Regeln. Ja, ich meine jetzt hier am Ende des Tages, sage ich mal, ein halber Döner oder nein. Ich weiß, dass es bei euch den 1-Euro-Döner in Berlin manchmal als Tagesofferte gibt. Aber da hättest du jetzt praktisch dann, sage ich mal, einen kleinen Schmaus da verpasst. Aber du hast klare Parameter gehabt und eigentlich geht es auch darum, so schön es jetzt auch wäre, 2, 3 erfolgreiche Trades zu sehen. Am Ende des Tages ist es so, dass man auch solche Plus-Minus-Null-Tage oder eben auch mal Drawdown, eine kleine Phase der Verlustserie und Reihe hat. Da ist es aber einfach wichtig zu wissen, dass man hier eben seine Disziplin hat und sich eben da auch dran hält. Und das wollte ich damit sagen, um Gottes Willen, lieber einen Stop-Loss-Cut kassieren, ja, einstecken, als am Ende des Tages hier eine endlose negative Pyramide zu bauen, weil das in der Regel immer zu Konto-Crashs und Chaos führt. Das wollte ich mal an der Stelle sagen. Andreas, hast du noch ein Highlight für uns? Weil wie gesagt, ich weiß, dass du zeitlich natürlich auch, sage ich mal, nicht die Zeit dir an den Haaren herbeiziehst, ja, dass du auch noch viele To-Dos am Tag hast. Unsere Morning-Session geht ja immer so 1,5-2 Stunden. Da sind wir jetzt gut im Flow. Hast du noch was, wo du uns mitteilen willst? Der Bernegger zum Beispiel, wo kann man dich noch finden im Netz? Was treibst du so? Lass uns da noch mal kurz ein bisschen was wissen. Ja, man kann auf meiner Seite, die auch so heißt wie mein Pseudonym, bernegger1977.de, natürlich auch noch mal ein bisschen was nachlesen, wie ich zum Trading gekommen bin. Den einen oder anderen interessiert ja genau so eine Story. Wie wird man eigentlich Trader oder wie kommt man zum Thema Börse und landet letzten Endes beim kurzfristigen Handel. Das ist ja nicht etwas, was über Nacht einer Eingebung folgt, sondern das ist ja auch ein Prozess, der letzten Endes hier vollzogen wird. Ja. Und das schreibe ich halt quasi alles auf. Man sieht auch das Trading nochmal zum Gap, was es für verschiedene Gap-Arten gibt. Das kann man also auf meiner
Homepage nachvollziehen und ich werde oder ich gebe mir Mühe, jeden Tag auf Facebook zum Beispiel, auch auf Twitter oder Instagram hier auf Events hinzuweisen, wo man mich trifft, auch auf Trades, also der Trade von gestern, der konnte nachvollzogen werden, sehr zeitnah. Auch mal so ein paar Statistiken bringe ich hier mit ins Spiel. Also abonniert mich ruhig, das Ganze kostet nichts. Es nutzen schon über 2 Milliarden Menschen Facebook. Also vielleicht ist es auch was für Sie. Es wurde ausreichend getestet. Das wollte ich vielleicht noch mit auf den Weg geben und ansonsten nicht verzweifeln, wenn der Stop gerissen wird, weil hier just in dem Moment vielleicht 2, 3 Punkte mehr. Stop könnte man immer sagen, hätte man zugeben können, hätte. Fahrradkette, wie Heiko so schön sagt. Ja. Kein Kriterium, aber man sollte vielmehr, wie ich vorhin bei dem Ausbruch hier schon mal einmal kurz andeutete, schauen, ist man von der Bewegung überzeugt und dann im Rücksetzer kaufen. Genau diesen Rücksetzer sehen wir jetzt. Wir sehen nochmal auf 3200. 41 ist diese Linie. Das ist hier drauf. Also wer geneigt ist und denkt, dass der Ausbruch weitergeht, der sollte sich jetzt hier an dem Punkt nochmal long positionieren, um von dem nächsten Squeeze, muss man ja schon sagen, nach diesen Ausbrüchen zu partizipieren. Und wer nicht, nimmt solche Marken oder Durchbrüche, die nur kurz von Dauer sind, als willkommene Einladung, um an solchen Marken Show zu gehen. Aber nicht hier irgendwo mittendrin in der Pampa, sage ich mal, sondern schon mit klarem Ziel und Setup. Genau. Das wollte ich nur nochmal Sehr, sehr gut. unterstreichen. Sehr, sehr gut. Also, Andi, vielen, vielen Dank. Eine Frage habe ich noch drin. Warum eigentlich das Pseudonym Bernecker Ja, jetzt würde ich nochmal auf die Seite verweisen, dass du es da lesen kannst. 77? Okay. Aber wir sind ja alle sehr faul. Nein, in der Tat, als ich mich 2001 dazu entschlossen habe, auch aus so ein bisschen, hier sieht man mein Profil auf Wall Street Online mit 1369 Followern seit 2001 ist das aktiv und hier habe ich auch insgesamt schon fast 100.000 Oh, Beiträge wow. vollzogen. Und damals wollte ich mich anmelden als Andreas Müller und oh Gott, die Idee hatte schon jemand vor mir. Also der Nickname war letzten Endes vergriffen. Und was soll ich tun? Ja, also im Radio lief Karre Gott, der sicherlich auch nicht von Gott abstammt. Oder wer kennt ihn nicht, den Roy Black, den Gerhard Höllerich. Ein Pseudonym schützt nicht nur, sondern ist oftmals auch ein ganz guter Weg, um hier in Foren aktiv zu werden. Und da der gute alte Hans Bernegger ein Interview auf NTV gerade hielt, habe ich mir 2001 gedacht, Mensch, warum nicht das Geburtsjahr von mir, jetzt weiß auch jeder, wie alt ich bin, dranhängen und so durchs Börsenleben zu gehen. Und der Name haftet mir immer noch an. Und ja, ich würde ihn jetzt auch nicht aus Google entfernen lassen. Nö, um Gottes Willen, also mit der Masse an Beiträgen oder auch ersten ja, Statements, also schon wie gesagt, die 20 Jahre sind nicht von ungefähr, Markterfahrung und aktiv dann sozusagen in Foren dann auch beteiligt, das ist tatsächlich was, wo man sagt, das braucht erstmal Zeit, ja, man sammelt erstmal Erfahrung und dann geht man in Anführungszeichen ins heutzutage bloggen, ins Veröffentlichen, geht in Chatrooms und teilt da seine Meinung mit. Und das machst du schon seit 2001. Das ist schon, also Hut ab an der Stelle. Wie gesagt, also da kann ich nur sagen, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen heute mit dem Andreas. Lasst uns ruhig ein Feedback da. Was können wir machen für euch noch? Was passt für euch? Was ist einfach gewünscht? Ja, aber ich denke, heute war es wieder ein Rundum-Paket und ich habe auch immer viel Spaß mit dem Andreas. Ist wie gesagt auch nicht nur, sage ich mal, vom Skill-Faktor her eine absolute Bombe, sondern ist natürlich auch ja kommunikativ hoch drei. Gefällt mir immer wieder und freue mich da auf jeden Fall, wenn wir uns alsbald auch mal wieder physisch sehen, Andreas an der Stelle. Und Danke, ich auch. Feedback kommt positiv rein. Cooles Webinar, Good Trades. Vielen Dank dafür. Auf jeden Fall eine runde Sache an dieser Stelle wieder. Und insofern würde ich auch sagen, wir werden da den Wiederholungsfaktor sicherlich aufleben lassen. Ich sage erstmal danke für die Offenheit, Andreas. Ist ja auch nicht von ungefähr hier Live-Trading zu machen. Vorhin den Ausbruch hättest du vielleicht gehandelt, wenn du nicht gerade in der Erzählung und auf deinen Slides gewesen wärst. Die eine Long-Geschichte, die Long-Kerze, das wären dann auch mal so 15, 20 Punkte schnell gewesen. Das ist auch immer so eine Herausforderung, gerade beim Live-Event. Auch hier keine Schande, wenn man mit einem Demokonto handelt, ja, ist immer die Frage, dass man den Fokus eben dann nicht 100% eben auf den Trade hat oder auf dem beim Trading und da geht es auch um die Ernsthaftigkeit mit dem Plan, mit der Disziplin, wo man einfach sagen muss, es ist hier einfach kein Zocken, sondern es soll ja auch ernst und vernünftig sein. Aber insofern auch schön von dir, dass du uns hier gezeigt hast, wie du an dem Markt agierst. Und dann würde ich sagen, fahren wir das für heute runter. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, Andreas. Wünsche dir auf jeden Fall noch einen tollen
Mittwoch, einen sonnigen hoffentlich oben im Norden, also hier im bayerischen Umfeld ein Traum heute, wieder ein traumhafter Tag. Und insofern, wir hören uns eh bald wieder, wir sehen uns bald wieder. Ich sage allen Zuhörern, vielen Dank fürs Dabeisein. Gebt uns den Daumen auf YouTube hoch, wenn das Video dann oben ist. Danke für das Feedback hier und der größte Dank natürlich hier an Andreas für deine Zeit. Und insofern, happy trading at all, bleibt's anständig, viel Erfolg und in dem Sinne auf bald. Ich wünsche euch was. Andreas, du hast das Schlusswort. Ja, Tschüss. oder kann ich nicht zufügen. Super gemacht. Danke. Tschüss. Danke. Ciao.